jetzt bei Das Spiel beginnt. Können diese Superstars unser Kinderteam besiegen? Nein! Maria Furtwängler kämpft mit einem Riesenkrokodil. Gib's zu, ich gewinne gern. Und Michelle Hunziker mit einem Basketballkorb. Entschuldigung! Alle zusammen verzweifeln an ein paar Spielsteine. Hier anders! Da. Das wird heute etwas später. Macht Kristall den Abflug? Warum ist David Garrett geschrumpft? Hat Wiegald Boning noch ein Ass im Ärmel? Und ein Comedy-Star erinnert sich an die Schule. Mathe, das ist ja das, wo der Lehrer mal sagt, das ist total einfach. Und wo du da sitzt und denkst so, hallo! Große Familienunterhaltung und spannende Duelle. Hier ist die größte Spieleshow Deutschlands. Hier ist Das Spiel beginnt. Und hier kommt der Mann mit dem heißesten Schlitten des ZDF. Johannes B. Kerner. Schön, dass ihr alle da seid. Zuallererst Julia und Nele. Len und Louis. Marlene. Hi, Louis. Und Rosa und Laila. Hallo, Rosa. Hallo, Laila. Danke für den schönen Empfang. Lasst uns loslegen mit 10 Spielen und einem Riesenfinale. Jetzt habe ich eben, vielleicht haben Sie es hier im Publikum auch schon gesehen, Rosa und Laila gesagt. Ich hätte ja auch sagen können, Hanni und Nanni, Superstars aus dem Kino 2017. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Seid ihr fit? Wollt ihr heute lieber gewinnen oder lieber verlieren? Gewinnen. Gewinnen, gewinnen. Ich habe ehrlich gesagt mit dieser Antwort gerechnet. Habt ihr euch vorbereitet ein bisschen? Ja. Spielt ihr viel zu Hause? Ja. Nicht nur an der Spielekonsole rumdaddeln, sondern auch noch wirklich so Brettspiele, Kartenspiele und frische Luft? Ja. Das gibt's auch noch. Das ist gut, dass du uns das sagst. Das gibt's auch noch. Es wäre alles so einfach, wenn wir unter uns blieben. Also wenn einfach ihr die Spiele spielt und dann gibt's nachher die Geschenke. Bei euch ja möglicherweise die Erfüllung von Träumen. Große, große Wünsche. Aber leider haben wir noch eine andere Mannschaft. Das ist ein Team aus ganz großen Superstars. Und die kommen jetzt zu uns. Und ich will euch sagen, die meinen es wirklich ernst. Jetzt nicht zittern. Alles auch nur Menschen. Aber guckt mal, wie die da stehen. Hier sind die Stars unserer Sendung. Wir freuen uns auf die Ausnahmeschauspielerin Maria Furtwängler. Wundergeiger David Garrett. Powerfrau Michelle Hunziker. Das kreative Multitalent Wiegald Boning. Und Comedy-Shootingstar 2017 Kristall. Es wird nicht leicht. Schön, dass ihr alle hier zu haben. Herzlich willkommen. Alles Zwillinge. Herzlich willkommen. Maria, schön, dich hier zu haben. Komm, rückt ein bisschen näher. Am Anfang ist das alles immer noch ganz freundlich. Michelle. Ja, bitte, bitte. Toll, euch alle hier zu haben. Wir spielen 10 Duelle.
und ein großes Finale. Entweder bekommen am Ende die Kids ihre Wünsche, ihre Träume erfüllt oder ihr erspielt einen nennenswerten Geldbetrag für einen guten Zweck. Also es geht auch für euch um wirklich viel. Spielt ihr zu Hause noch? Gibt es das noch an Weihnachten alle zusammen am Tisch? Oder? Absolut. Ja? Ja, wir spielen noch. Wir auch. Ich habe zwei kleine Kinder und die haben jetzt angefangen mit Memory und mit solchen Spielen. Also okay, na, da werden die möglicherweise heute auch Spaß haben. Chris, bei dir ist es so, ich sag mal, die Kinderzeit liegt noch am kürzesten zurück, ohne anderen zu nahe zu treten. Ist bei dir auch so, dass du noch mit Blockflöte unter dem Weihnachtsbaum oder eher um 10 schon auf der Piste und mit deinen Jungs im Club? Es war so, wir hatten einen Wahlpflichtkurs, da habe ich tatsächlich Blockflöte. Ja? Ich weiß nicht, hast du dich gut informiert, nicht schlecht. Entschuldigung, Recherche, Blockflöte Nebenfach. Gelernt und ich sag mal so, du spielst besser Geige als ich Blockflöte. Und meine Mutter, die wollte halt immer, dass ich zu Weihnachten tatsächlich auch Blockflöte vorspiele, damit man sich die Geschenke auch verdient. Und es war dann am Ende so, dass ich mehr Geschenke bekommen habe, wenn ich aufgehört habe zu spielen. Ja? Also ich habe wirklich... Wer verstanden. Sehr unbegabt. Ja. Ja. Maria, liegt bei dir. Kannst du gut verlieren oder... Meine ganze Familie kann schlecht verlieren und okay. Ich gehöre zu denen, die beim Schlechtverlieren noch halbwegs gut verlieren können. Ich aber insgesamt eher schlecht. Nicht so gut. Nicht so gut. Ich gewinne gern, ich gebe es zu, ich gewinne gern. Also geschenkt wird hier nichts. Rosa und Laila spielen das erste Spiel gemeinsam mit oder gegen Maria Furtwängler und David Garrett. Und das ist Spiel Nummer 1 heute Abend. Jetzt wird es gefährlich. Wir spielen Krokodok. Vorsichtig drücken die Spieler Zahn für Zahn des Krokodils herunter. Erwischt ein Spieler den faulen Zahn, schnappt das Krokodil zu und der Spieler hat verloren. Und so sieht Krokodok bei uns aus. Ganz gefährliche Angelegenheit. Also die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ich stelle Behauptungen auf und ihr müsst einfach mit Ja oder Nein antworten. Wenn es richtig ist, alles easy, könnt ihr euch locker machen. Wenn es falsch ist, dann müsst ihr zum Gebiss, zum Krokodil und einen Zahn runterdrücken. Wenn nichts passiert, hat er Glück. Wenn das Krokodil zuschnappt, und das tut es dann irgendwann, dann habt ihr das Spiel verloren. Gehen die ersten Punkte an die Kids. Oder eben umgekehrt. Alles okay? Okay. Soweit, so klar? Ja. Ihr kriegt gleich die erste Behauptung. Aber vorher sagen wir, das ist so ein kleines Ritual bei unserer Sendung. Alle zusammen, Spiel Nummer 1. Das Spiel beginnt. Oh, jetzt seid ihr alle wach. Ja, gut. Hier kommt die erste Behauptung. Die Hauptfiguren in Kästners berühmtem Roman Das doppelte Lottchen heißen Lena und Lotte. Stimmt das oder nicht? Ihr könnt ruhig laut denken, ne? Also Lotte ist mir mal sehr sicher. Lotte ist gesetzt, okay. Jetzt ist die Frage, heißt die... Oder? Heißen die nicht irgendwie Lotte und Lottchen oder so? Also ihr müsst im Grunde nur sagen ja oder nein. Ich behaupte Lena und Lotte. Okay, nein. Ihr sagt nein? Ja. Das ist... Richtig! Ja. Sie heißen nämlich Luise und Lotte. Hättet ihr es gewusst? Ne? Keine Ahnung. Meine erste Behauptung für euch beide lautet: In Spanien gibt es den Brauch, zum Jahreswechsel in kurzer Zeit 12 Weintrauben zu verspeisen. Ja oder nein? Also ich habe davon noch nie gehört. Das heißt aber nicht, dass es nicht stimmt. Ich habe davon auch noch nie gehört. Wozu das gut sein soll? Bitte, wir könnten jetzt darüber diskutieren. Das könnten natürlich für die Jahr, Monate für jeden Monat spielen, des aber... Jahres eine Traube? Nein, ich, oder? Ich würde auch hätten nein. Das mal gehört. Also, sonst hättet ihr davon gehört. Vehementes Nein. Ein vehement, nach kurzer Diskussion ein vehementes Nein. Wenn wir verkehrt liegen. Richtig. Nein, alles klar. Also, in Spanien gibt es den Brauch, zum Jahreswechsel kurzer Zeit 12 Weintrauben zu verspeisen. Ihr sagt nein. Das wüssten wir ja. Das ist falsch. Diesen Brauch gibt es. Das ist ganz bekannt. Ganz bekannt. Entschuldigung, außer bei Maria und David. Ja?
ist niemand. Das ist ganz lustig. Mit jedem Glockenschlag bei 12 Uhr wird eine Traube. Und ich sag ja, mal, mit dem Glockenschlag, das aber, schon. Aber ohne Kerne, oder? Es sind manchmal Kerne. Ich kann euch sagen, ab dem 7. Glockenschlag ist das eine problematische Angelegenheit. Voll im Mund. Bitte sehr. Du bist zwar Ärztin, Maria, aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Das ist ein Krokodilsgebiss. Nee, zusammen. Das macht ihr ja. Entschuldigung. Ich wollte mich schon drücken, ja. Wo drücken wir denn? Der Dritte, der lächelt mich so an. Komm, machen wir es. Mutig. One, two, drücken jetzt. Three. Nichts passiert. Glück gehabt. Ja, ist alles gut, oder? Ja, bisher alles gut. Das kann sich aber noch ändern. Nächste Behauptung für die Kinder. Sie lauft. In den Niederlanden glaubt man, dass der Weihnachtsmann nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Dampfschiff kommt. Stimmt das oder nicht? Ich glaube, ich habe mal einen Film gesehen, wo das so war. Sicher? War das ein niederländischer Film? Kann sein. Was war es nochmal? Ein Dampfschiff. Also nicht also ein Schlitten Schiff. Wie bei uns oder wie Nachwuchsmoderatoren hier mit dem Schlitten, sondern der Weihnachtsmann mit dem Dampfschiff. Sicher? Ja. Ja? Ich glaube, ja. Okay, dann ich nehme die Antwort, oder? Ja, okay. Okay, ihr sagt? Ja. Ihr habt recht, das stimmt. Ja. Oh. Ja? Müssen immer noch nicht daran kommen. Nächste Behauptung für unsere Stars. Seit Juni 2017 ist ein Pferd der offizielle Bürgermeister des niedersächsischen Kurortes Bad Bevensen. Ach, come on. Oh Mann, wer schreibt denn hier die Frage? Ja, ich muss sagen, es ist ein Talent. Das sind Behauptungen. Also ihr könnt sagen ja oder nein. Wie würde das denn zustande kommen? Ein Pferd, ja. Bürgermeister. Das ist ein bisschen schwierig. Pferd ist Bürgermeister. Naja, offizieller Bürgermeister. Wie soll... Naja, du meinst, wie so eine Ratssitzung dann aussieht? Ja, und, ja, das ist schwierig. Also ich würde aber mal, die Behauptung ist so dämlich, dass ich würde, wahrscheinlich Ich würde sagen, momentan ist es schwierig, Regierungen in Deutschland zu formen. Insofern würde ich sagen, vielleicht mal vielleicht eine gute Lösung. Das Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Rathausflur, sozusagen. Ich würde mal sagen... Ja, es ist sonst ihr so sagt absurd. Ja? Ja. Das ist falsch. Oh, nee. Natürlich ist völliger Unsinn. Ach. Ich dachte, das ist so blöd. Ich muss mich entschuldigen bei Susanne Lühr-Peschke. Das ist nämlich die Bürgermeisterin von Bad Bevensen. Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte. In den USA war mal von 1981 bis 1994 ein Hund Ehrenbürgermeister eines Ortes in Kalifornien. Ja, ist ja auch also, blöd. Ja, ihr habt daneben gelegen, aber ihr könnt hier zum Zähneputzen nachhelfen gehen. Bei Krokodil. Wollen wir die daneben nehmen? Wir gehen auf die andere Seite. Ich überlasse dir das. Welcher Zahn lächelt dich jetzt? Wir machen das symmetrisch. Okay. Oh, das ist vielleicht keine gute Idee. Nee, wir nehmen den. Okay. Nee, warte, wir nehmen. Okay, wir nehmen den. Sicher? Oh Gott. Okay. Was ist das? Angetäuscht. Angetäuscht? Noch nichts passiert. Angetäuscht. Jesus. Hat sich schnell wieder beruhigt. Jetzt frage ich euch. Ja, wir blamieren uns hier einfach weiter. Behauptung für euch. Sie lautet, Harry Potters Gefährte Ron Weasley hat eine Zwillingsschwester. Ja oder nein? Das ist falsch. Also würdet ihr sagen, nein. Nein, nein. Das ist richtig. Ja. Er hat keine Zwillingsschwester. Ihr macht das richtig gut hier. Das hätte ich auch gewusst. Hättest du gewusst? Das hätte ich gewusst. Okay, gut. Dann gibt es eine Frage für euch. Rein statistisch müssen wir die jetzt schon richtig kriegen. Genau. Also, die Behauptung lautet, wer am 27. April geboren ist, trägt das Sternzeichen Zwilling. Ja oder nein? Also bei Sternzeichen bin ich raus. Also weißt du, der Zwilling, wen kenne ich denn mit Zwilling? 27. Das wechselt ja immer am 21. und der 22. wäre das nächste Sternzeichen. Und der Zwilling ist, kenne ich denn jemand mit Zwillingen? Ja, ich kenne einen Zwilling und das stimmt nicht. April, Mai, nein, das ist falsch. Zwilling ist im Juni, weiß ich doch. Also ihr sagt nein. Falsch. Also mit meinem gefährlichen Halbwissen und Ihrem Wissen, und nein. Also, dass ihr sagt, dass das falsch ist, das ist richtig. Ja. Oh, yes. Brillant. Also Sie können auch ein bisschen. Ne? Na, endlich. Und übrigens auch mit der richtigen Begründung. 27. April, da ist man Stier und Zwilling ist von 21. Mai bis witzigerweise 22.06. Genau. Also alles richtig erklärt. Ihr müsst diesmal hier nicht Zähne putzen. Jetzt dürft ihr drücken. Möglicherweise müsst ihr jetzt mal dran glauben. Hier ist eure nächste Behauptung. Sie lautet,
Affen sind kitzlig. Bestimmt. Die sind ja eigentlich so ähnlich wie Menschen, ne? Ich würde sagen, es ist... Sie sind sehr nahe Menschen, aber sie sind keine Menschen. Wobei manche Menschen wie... Richtig. Aber richtig, oder? Also, nochmal, die Behauptung heißt, Affen sind kitzlig und ihr sagt ja oder nein? Ja. Ja ist richtig. Affen sind kitzlig. Alter, 100 von 100 Punkten hier. Ich dreh durch. Okay. Behauptung für euch. In Deutschland waren Taxis bis in die frühen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts schwarz lackiert und nicht so hell wie jetzt. In Deutschland waren Taxis früher schwarz. Ja oder nein? Bis in die 70er Jahre? 70er Jahre, das ist also bis in die 1970er Jahre. Jetzt sind wir so hell. Ich glaube, man nennt es Hellelfenbein, die Farbe. Also ich versuche gerade irgendwie so das von einem Film irgendwie abzuleiten. Ich denke auch, war dann Filme oder so, aber... Nein, wir sind ja nicht in England oder so. Ich würde jetzt auch spontan Nein sagen. Also, in Deutschland waren Taxis bis in die frühen 70er Jahre schwarz lackiert. Nein. 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 Falsch. Ach, das darf doch wohl nicht schwarz lackiert. Bitte sehr. Der ist es. Der hier? Ja. Ich drück den mal, oder? Heißen die unten auch schon? Komm mal zusammen. Ja. One, two. Nein! Nein! Nein. Was ist das denn? Nein. Schon wieder nicht. Ist noch nicht zu. Aber boah, es wird ernst. Wir kriegen mal einen Herzinfarkt. So, jetzt Behauptung für euch. Konzentration. Bislang habt ihr alle richtig gehabt, ne? Ja, ja. Nicht, dass es jetzt schief geht. Ja. Die Behauptung lautet, Thema für euch. Eineiige Zwillinge haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Ja oder nein? Das... Also, ich würde sagen, es hat ja niemand identische. Heißt es jetzt genau identische? Naja, ja. Also genau nicht. Ich behaupte, eineiige Zwillinge, ja, so wie ihr, ja, haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Also ihr habt unterschiedliche, ja, Fingerabdrücke. Ja, das ist richtig. Also ja, richtig, das ist richtig. Ja. Ja. Also, Gott bewahre. Die sind zu gut. Solltet ihr später mal Stress mit der Polizei haben, könnt ihr nicht sagen, war die andere. Ja. Ne? Weil mit den Fingerabdrücken. So, jetzt nächste Behauptung. Bitte sehr. Okay. Ich hab schon Spaß, wenn ihr hier verliert. Ja, ich bin ja entspannt das Spiel gegangen, aber jetzt wird es schon so langsam. Die Behauptung lautet, der 14. März gilt unter Mathematikern als Feiertag zu Ehren der Zahl Pi. Der 14. März. Der 14. März gilt unter Mathematikern als Feiertag. Ich könnte die Zahl Pi, das war irgendwas. 3, ja, geht weit. 1, 4, 2, irgendwie so. Ja, ist eine sehr lange. 3,14 genau, fängt sie an. Das Radius stimmt. Mal Dings Pi, warum der 14. März Feiertag? Wer feiert das? Mathematiker. Mathematiker gilt feiern. Unter Mathematikern. Ja, die brauchen aber auch einen Feiertag. Die brauchen auch Feiertag. Irgendwie brauchen naja, die auch einen gut, Feiertag. Das kann ja nur der Tag gewesen sein, an dem. Ja, das erfunden wurde, die Zahl Pi definiert wurde. Aber das ist ja schon so alt. Oder es ist kompletter Schwachsinn. Es ist, oder es ist kompletter wir Schwachsinn. Wir würden die Frage weitergeben. Das ist aber freundlich. Das ist aber leider gegen die Regel. Ich kenne dir dazu völliger Schwachsinn, aber mittlerweile glaub ich mir selber nicht mehr. Also, was ist es? Ich sag Schwachsinn. Schwachsinn sagst du? Sagst du was anderes? Nein, nein, okay. Nein. Also, ich hätte vielleicht gesagt, okay, aber wenn du sagst Schwachsinn. Oh, ich merke, es stimmt gar nicht mehr in dem Team. Nee, das stimmt schon gar nicht mehr. Aber ich finde, man sollte immer auf die Frau hören. Insofern, wenn du sagst... Bitte nein. Nein. Okay, nein, nein, ich finde wirklich. Okay, wir sagen Schwachsinn und nicht übernehmen die Verantwortung natürlich. Also ihr sagt Nein. Wir sagen Nein. Ich hätte oder sagt ihr ja gesagt, aber er sagt Nein. Nein und er überstimmt dich jetzt, aber er übernimmt die Verantwortung. Ich will doch nicht überstimmen. Das ist genau das, was wir brauchen. Dass unsere Stars Stress kriegen untereinander. Okay, jetzt bleibt ihr bei Nein. Ja. Okay? Der 14. März gilt unter Mathematikern als Feiertag zu Ehren der Zahl Pi. Ihr sagt Nein. Richtig ist Ja. Ich muss sagen... Der Grund ist, es ist abgeleitet von der amerikanischen Schreibweise für das Datum. 14. März heißt 314, also March 14. 3,14. Darf ich euch einladen? Bitte sehr. Hier sind noch einige Zähne zu drücken. Okay, ich drücke jetzt für uns beide. Ja. Diesmal sind wir dran, ist ja klar, ne? Weißt statistisch du, was hätten wir auch Backenzahn. Komm, 1, 2. Und jetzt ist es so.
und damit habt ihr das Spiel gewonnen. Und verdient, oder? Ich meine, wir haben ja alles gewusst. Danke dir. Super. Rosa, Leila, ihr dürft einmal noch mitkommen hier, nämlich zu unserer legendären Würfelsäule, weil jetzt entscheidet sich ja erst, wie wertvoll dieser Sieg ist. Ihr stellt euch am besten hinter die Säule, dann sehen wir euch am besten. Ihr löst mit diesem Buzzer einen Würfel aus, der fällt hier runter, rollt hier runter und dann sehen wir, wie viele Punkte ihr für diesen Sieg bekommt. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Ja! Bitte sehr. Was für ein Auftakt. Darf ich kurz zu euch hier dazu? Ja, danke. Was für ein Auftakt. Ja. Und man muss nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass ihr 6-0 hinten liegt. Ja, völlig richtig. Michelle. War bei allen Belangen was knapp. Nein. Rosa, Leila, ihr seid Hani und Nani. Ja. Ich erspare euch jetzt die Frage, wer Hani und Nani ist. Das klären wir gleich. Aber erstmal wollen wir euch einen Tick näher kennenlernen. Einen kleinen Einspielfilm. Ihr zwei seid euch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Bist du eigentlich ich? Darf ich vorstellen? Rosa und Leila. Nee, Leila und Rosa oder... Ach, ich bin raus. Ich bin Hani und ich bin Nani. Ach ja, genau so war's. Hallo. Der rote Teppich ist ihr neues Zuhause. Also ich war am Anfang schon sehr nervös, am Ende tat mir natürlich dann auch die Mundwinkel ein bisschen weh. Aber Schauspielerin wollt ihr später gar nicht werden, oder? Ich möchte später gerne Ärztin werden, weil ich den Menschen helfen will. Ich möchte später gerne Modedesignerin werden, weil ich gerne kreativ bin und sehr gerne nähe. Oder vielleicht doch Profi-Fußballerinnen? So wie wir auf dem Feld spielen, spielen wir gegen die Erwachsenen. Sehr schön, dass ihr da seid. Die Mundwinkel haben euch wehgetan vom Dauerlächeln, ja, weil da so viele Fotografen waren. Hat das euer Leben wirklich auf den Kopf gestellt ein bisschen, diese Hauptrolle bei Hani und Nani? Ja, also wir werden manchmal so auf der Straße angesprochen, aber eigentlich ist es gar nicht so extrem. Und das wollen wir auch gar nicht, weil wir sind ja immer noch ganz normale Menschen und wir sind lieber so... Wir laufen dann lieber durch die Stadt, ohne dass uns jemand anspricht. Ja, ist man so ein bisschen für sich. Und das, was ihr euch für später mal vorstellt, auch wenn das sehr früh ist natürlich, klingt ja ganz vernünftig. Mode ist interessant und Ärztin ist natürlich auch toll. Maria ist Ärztin und gerade mit der Zusatzinformation, sie wollen Menschen helfen, ist ein ganz guter Ansatz, ne? Ja, ein super Ansatz, auf jeden Fall. Also drückt die Daumen. Kann wirklich was jetzt genau, wer wollte jetzt Ärztin werden? Danke, dass du nachgefragt hast und mir insofern geholfen hast. Und Fußball spielt ihr in welchem Verein? Beim HFC, also in der Mädchenmannschaft. HFC Halle ist das, Hallischer FC heißt es. Okay, offensiv, defensiv? Also ich spiele im Tor. Im Tor und du? Und ich im Mittelfeld. Okay. Chris, wolltest du auch mal Profifußballer werden? Das ist doch eigentlich so ein Jungstraum. Die haben mich immer ins Tor gestellt, weil dann war kein Platz mehr fürs Tor. Ja. Ich bin total schockiert, wie ihr mit 12 euch hier verkauft. Das ist ja, ich möchte gerne Ärztin werden, weil ich möchte gerne den Menschen helfen. Ich möchte gerne Modedesignerin werden. Als ich 12 war, habe ich gesagt, ich möchte gerne Keks essen. Also ich habe, also krass, wie erwachsen ihr zum Sein. Echt mega. Okay. Dann darf ich euch einladen zum nächsten Spiel. Das spielen Julia, Luis und Leila. Und bei uns, bei den Prominenten, spielen es Chris, Wiegald und Michelle. Und das ist unser nächstes Spiel. Das nächste Spiel heißt Ubongo. Die Spieler müssen so schnell wie möglich mit drei vorgegebenen Teilen ein Feld genau ausfüllen. Jetzt ist gutes räumliches Denken gefragt. Wer zuerst fertig ist, sichert sich wertvolle Diamanten und gewinnt. Das ist Ubongo in der Spielbeginnt-Variante. So sieht das Spiel bei uns aus. Riesengroß aufgebaut. Und die Regeln lauten wie folgt. Hier leuchtet gleich ein Spielfeld auf. Sagen wir, das ist das Rätsel. Und hier leuchten dann einige Figuren auf. Und mit diesen leuchtenden Figuren müsst ihr dann möglichst schnell dieses Feld belegen. Und es darf nichts überstehen an keiner Seite. Und es darf auch kein Feld frei bleiben. Jede Mannschaft spielt drei Rätsel, sodass jeder einmal drankommt.
und die Zeit addiert sich dann. Wir haben dann eine Kinderzeit und eine Starzeit. Mhm. Das Team, das zurückliegt, darf bei uns beginnen. Okay. Und das macht bei uns Chris. Natürlich. Ja. Moment. Ich bin im Kinderteam, oder? Also erstmal sagen wir Ubongo, Spiel Nummer 2. Das Spiel. Und deine Zeit läuft jetzt. Aber er muss es ganz alleine machen. Er muss das, ihr dürft von oben helfen. Und es, okay. es kann alles sein, ne? Okay. Die drei, die blinken. Hier blinken. Hier blinkt's. Ja. Verstehe ich. Natürlich. Ja. Aber nicht irgendwie dahin werfen. Ja, passt doch. Hast mich bei der Arbeit. Okay, ich hab schon. Ja. Ist ja wie Sport hier. So. Ja. Aha. Passt. Oh, ja. Im Moment. So, ich muss mal ganz kurz denken. Das hilft. Das mache ich nicht so oft. Nee. Ah, nee, das ist ja hier völliger Quatsch. Eben was richtig. Das ist ja völliger Quatsch, das musst du jetzt. Von hier aus kann man gar nicht helfen. Das Gelbe. Ja, wenn ihr eine Idee habt, oder wie, ja, dann sag's ruhig. Das Gelbe was? Unten? Es geht. Nee. Chris, für dich vielleicht eine wichtige Information. Das ist das leichteste Rätsel, was du gerade hast. So ist gut, ja. Das war richtig. Nein, das war richtig. Ich liebe dich auch. Das war richtig so. Sag mal. Ich sehe das gar nicht. Rufen darfst du alles. Doch, rufen darfst du alles. Chris, ich glaube, Maria hat vielleicht eine Idee. Maria, will dir was sagen? Ja, sag ruhig. Du hattest das vorhin, das Gelbe, so als Zacken, so von der einen zur anderen Seite, weißt du? Erst das Gelbe, leg erst das Gelbe. So. Genau. Das funktioniert nicht. Nee, wie war's? Vorhin sah es so klar aus. Vorhin war es mir Wieso klar. Wieso bin ich so aus der Puste? So. Ja. Ja, das ist doch gut. Warum wohl? Steht aus dem Publikum noch. Warum wohl? Ja, oder nee, doch nicht. Da steht was über. Brauchst du eine Säge? Okay, ich glaube, ich gehe wieder. Bin ich bescheuert? Sag jetzt nichts. Das ist das leichteste Rätsel, das hast du doch mit Absicht gerade gesagt. Man sieht es gar nicht so recht. Kann ich nur den Hinweis geben, wenn ein Spielstein auf dem Feld liegt und der ist nicht richtig, dann ist natürlich schwer, das zu Ende zu bringen mit den beiden anderen. Ich weiß nicht, ob der falsch ist, aber man kann es nicht ausschließen. Die ganze Energie ist wegverbrannt. Werd jetzt nicht nervös. Nein. Ich glaube, du hast... Ja. Das ist gut. So. Ist nicht so leicht. Man hört so die Leute, boah, ist der doof, ey, mein Gott. So kann's gehen. Und jetzt seid ihr dran. Das ist echt anstrengend. Bei euch fängt Julia an. Bist du soweit? Ja. Die Zeit läuft jetzt. Hier ist das Rätsel, da sind die blinkenden Steine. Ah, okay, das ändert sich auch. Das ändert sich, ja, das ist leider. Ich dachte, ich hätte es jetzt schon studiert. Ja, sorry, aber das ist ja nun jetzt wirklich sehr einfach. Ne? Also. Ihr könnt, wenn ihr eine Idee habt, von oben... Siehst du dieses dunkelgrüne, genau, und das da... Nein, andersrum. Ja. Mach's mit der Spitze nach da, dass es wirklich da so richtig reinpasst. Aber das ist wirklich einfach, finde ich. Das kommt da oben hin. Siehst du da oben, rechts oben? Ja. Und jetzt andersrum hinlegen, andersrum? Ja, das ist ja. So. Und jetzt da unten, jetzt hast du hier schon das... Genau. Und dann das Zeichen. Guck mich jetzt nicht so an! Nein, ich habe dich ja nicht angeguckt, ich habe die Zeit angeguckt, ehrlich gesagt. Die wusste ich. Ja, okay. Das war gleicher Schwierigkeitsgrad. Die Kinder haben das in 42 Sekunden und du in etwas länger. Ist ja. Zwei Minuten sieben? Ja. Wie geil. Wie geil. Ich bin bereit. Es agiert sich. Nein, es agiert sich. Also du fängst bei 207 an. Sehr gerne. Und deine Zeit läuft jetzt. Okay. Also, genau, du könntest von Kristall ein paar Sekunden wieder reinholen. Das Grüne. Wie du nur drauf rumreitest immer. Ich erwähne es halt nur, damit es keiner vergisst. Okay, ja, das ist... Nee, warte mal. Ich glaube, es war vorher richtig. Den gelben in die Ecke? Nee. Genau, in die Ecke von da. Von dir aus rechts? Genau so. Genau, dann, nee, in die Ecke weiter. Genau so. Okay. Jetzt. Nee, den grünen runter. Umdrehen. Umdrehen? Warte mal. Ja, so. Andersrum drehen. Andersrum drehen und den anderen ran. Ja. Ja. Wow! Okay. Jetzt
Ehre, wem Ehre gebührt. Wie geil, super. Aber Chris, also von hier oben. Ja, ja, ja. Aber. Ja, aber wenn man das mal. Ja, mein Bauch war auch die ganze Zeit im Weg. Ich habe nichts gesehen. Das war total unangenehm. Von hier oben geht's. Okay, das Spiel ist jetzt verstanden, kann man das sagen. Ja, okay. Ja. Gut, dann brauchen wir als nächstes Luis, der spielt. Okay, Luis, du bleibst da oben. Und wenn ich sage, die Zeit läuft, dann geht's los. Okay? Luis, deine, eure Zeit läuft. Da ist das Rätsel und die blinkenden Steine siehst du auch. Oh, hier wird schon mal... Er wird nicht gleich so hin. Ja, ja, das ist schlau. Das wäre schon lustig, wenn er direkt das richtig hinschmeißen würde. Das wäre gut, nicht? Direkt auf Position werfen. Dann allerdings würden wir... Ja, dann... Chapeau. Ich würde gerne mal sehen, wie er sein Zimmer aufräumt. Komm her hier! Ist immer unordentlich. Ist immer unordentlich. Ah, wie bei mir. Das, das gut, ändert sich nie okay, jetzt geht. Das Gelbe da. Methode. Ja, ja, ja. Jetzt noch. Oh. Ei, ei, ei. Ja. Das ist natürlich. Kann ich bei einem anderen Spiel mitmachen? ja, du kannst auch noch okay, bei einem anderen Chris, Spiel. Bitte eine ja, du und eine selbstverständlich. Du. Selbstverständlich. Okay. Okay, also. Die Stars haben bislang. Ja, vielleicht kann jeder einen anziehen oder so. Also die Stars haben bislang 2 Minuten 40 Sekunden gebaut und die Kinder 1 Minute 14. Michelle, ich will sagen, da lastet ein gewisser Druck auf dir. Ja, ich will es nicht wissen. Die gute Nachricht für uns, das letzte Rätsel ist immer das schwerste. Danke. Ja, du spielst mit 4 Steinen. Hier ist das Rätsel, komm, hier sind jetzt, die Steine. Das ist nicht dein Ernst. Doch, deine Zeit läuft jetzt. Okay. Ja. Okay. Okay. Also das sieht schon mal gut aus, ne? Also das geht schnell. Ja. Irgendwo anfangen. Nein. Das könnte zum Beispiel hier sein. Ja. Hm? Oben in die Reihe bleiben? Ich glaube, ja, genau, die Längsseite, das hier? Ist orange. Nein. Den anderen, den goldenen da, oder? Gar nicht, das ist das orange nach oben. Das andere war nicht schlecht. Guck mal, dann so. Hätte ich das nee, nein. Andersrum. Warte, ich mach zuerst den. Könnte das sein? Ich glaube, das Orange muss oben auf die, an die längste Seite. Auf die längste Seite? Ja, genau. Was bin ich froh, dass ich die Sendung moderiere und da nicht mitspielen also muss. Oben, also 90 Grad drehen. So. Ich werde es nie hinkriegen. Ich habe die... Genau, aber ich muss erst das, weil das ist das längste Teil. Das muss erstmal liegen, oder? Das ist das so? Genau, sehr gut. Okay. Oder? Aber nein. Ah, die Kinder sagen nein, dann stimmt es natürlich nicht. Nein. Andersrum. Mach mal, jetzt nochmal andersrum. Anders spiegeln, nein. Spiegeln auf die andere Seite. So. Nee, spiegeln, rüber. So. Ja, so. Umdrehen, umdrehen rechts rumdrehen. Und dann eine Säge. Rechts rum. Andersrum? Das andere rechts. Nein. Umdrehen. Jetzt spiegeln. Ja, genau so. Und jetzt in die zweite Reihe. Nein. So. Nee, waagerecht. So. Waagerecht. So. Nee, anders. Nee. Ha, hör auf. Da. Umdrehen. Da! Ja! Darf ich da hingehen? Natürlich! Nein! Nee. Orange umdrehen! Nein. Oh. Weißt du, das macht mich fertig. Wir haben verloren! Nein, noch nicht! Noch nicht! Ja, mach! Ups! So? Geht auch nicht. Stimmt, es läuft direkt viel besser, wenn du dabei bist. Was machst du denn da? Also wirklich, also das ist ja. Ihr seid echt gemein. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde dir helfen, wenn ich es wüsste. Ja gar nicht. Mach mal alle zusammen. Also, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch lächerlich. Wir sind gar nicht dabei. Komm, Jungs. Wo geht das jetzt? Also, Gratulation. Der ist der Schwierigste, der muss als Erstes. Nein, dann geht der nicht mehr. Guck mal, die zwei. Wir müssen die zwei langen erstmal. Also den, warte mal, den langen. Und der geht dann aber nicht mehr. Ja, der geht dann. Der ist zu lang. Das heißt, dann schieben wir das nicht. Gehen wir das mal so. So, nee, das geht auch nicht. Wie kriegen wir denn die zwei langen unter? Halt, nee, die zwei langen. Halt den mal. Die zwei langen kriegen wir so. Halt, warte. Was? Hier der lange. 1, 2, 3, 4. Das geht ja auch nicht. Wir müssen immer den und den. Den und den Orange. Liebe Kollegen vom Heute-Journal, das wird heute etwas später.
Wie viel kann ich jetzt noch nicht sagen? Die Dame im Rot, in Rot, und ihre Freundinnen und Freunde haben ein Problem. Kindern, die können dann extra gucken. Okay, könnt ihr mithelfen, Kinder? Ob es, kriegt ihr es vielleicht hin? Nein. Ah, sehr nett von euch. Warte mal. Was ist denn hier? Das merke ich nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn gleich aus der Regie der Hinweis kommt, wir haben aus Versehen die falschen Steine genommen. Das ist, ich glaube, haben wir aber nicht. Wir sind doch alle viel zu lernen. Halt, warte mal. Was ist denn hier mit? Halt, warte, so wie es war. Und das hier so. Das macht es nicht besser. Das geht ja auch nicht. Nee. Wir, ich noch, das macht aber auch gar keinen Spaß. Weißt du? Spiele müssen auch Spaß machen. Ja. Wie soll das gehen, die zwei? Warte. Hier. Nee, du musst aber den legen. Ja. Leg den mal, weil der passt jetzt so. Ja, und dann? Nein. Na, das ist der Scheiß. Den hier, okay. Aber dann geht das nicht mehr. Dann kann der nicht. Weiß das jemand vom Publikum, wie es geht? Das Publikum kann jetzt auch nicht. Weiß es jemand, wie es geht? Weiß es jemand? Ein Erwachsener, der uns helfen kann. Wir haben Hilfe. Okay. Nach welchem Prinzip gehst mal du denn? Mal gucken, ob... Also wenn du das jetzt Prinzip weißt... Prinzip der langen Zeit. Wir müssen ja irgendwie hier die Show... Was? Nein. Nein. Also? Okay, sieht einfacher aus, als es ist, ne? So, pass auf. Ja, es, wenn man hier steht, ist es schwerer. Den langen hin? Nee. Den? Nee. Okay, das war ein netter Versuch. Aber ist auch schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Aber du hast drei Steine untergebracht. Sehr gut. Philipp! Ein Applaus für Philipp. Danke, Philipp! Aber wir können hier noch jemand ausdrücken. Nein, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste. Steine sind falsch. Ich sag mal, wir müssen einfach nur mal Orange und Gold. Solange wir die nicht unterbringen, brauchen wir die anderen gar nicht unterbringen. Warte, guck mal. Das geht alles nicht. Das muss Orange und Gold. Nein, brauchst du gar nicht machen. Solange wir die zwei nicht unterbringen. Das sind die schwierigen. Dann leg die noch mal hin. Ja, aber das geht doch nicht mehr. Nein, der lange muss... Glaub mir, die zwei Orange und Gold musst du unterbringen. Und dann geht jetzt Gold nicht mehr. Geht auch nicht. Vergiss es. Ist ja schade. Nee, das sind die falschen Steine. Das war überhaupt nicht schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt drei Rätsel gelöst in nur 8 Minuten 52 Sekunden. So. Ja. Okay. Jetzt wollen wir von Laila, die spielt, wissen und sehen, ob es besser geht. Ich meine, du hast Zeit, ja. Aber du musst das Rätsel auch erst lösen. Ja? Und genau der gleiche Schwierigkeitsgrad. Auch für dich, Laila, ist es so, dass 4 Steine gespielt werden. Okay, wir sind soweit. Ja? Dann läuft die Zeit für dich jetzt. Hier ist das Rätsel. Da sind 4 blinkende Scheine. Von außen dürft ihr helfen. Zu solchen Notmaßnahmen wie bei den Stars greifen wir erst später. Und das Gute. Das Rote kommt da ganz oben. Also wenn ihr Hilfe von uns braucht, also leider, gell? Das Blaue kommt da. Soll ich helfen kommen? Das könnte da rein, das oder? Das Blaue muss da in deiner Runde, wie du denkst. So. Ja. Ah, ja. Andersrum, nein. Scheiße, das ging schnell. Ja! Ja! Du hast doch nicht noch eine Minute gefragt. Ja, echt. Bitte nehmt Platz. Nehmt Platz.
Lass mich ganz kurz nachdenken, weil manchmal ist ja wirklich auch eine Frage der Konzentration. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Wer hat das Spiel gewonnen? Wir. Ah, okay. Dann ich glaub, ihr ganz alle? Knapp, ganz knapp. War ganz knapp. Ja, schön, genau, dass du es noch mal sagst. Ja, das sind genau 7 Minuten. Genau, der Zeitdruck, der war schon da, ja. Ja. Jetzt machst du jetzt los. Freundchen. Aber jetzt dürft ihr erst mal an den Buzzer. Die drei, die gespielt haben, geht da hinten hin. Holt euch eure Punkte ab. Alle hinter die Säule. Ich nehme mal den schon gespielten Würfel raus. So, und... 3 Punkte dazu. Alles gut. Nach unserem zweiten Spiel, wir gucken mal schnell aufs Tableau, steht es 9:0 für die Kids. Das sieht erstmal ein bisschen deutlicher aus. Und wir lernen Len und Louis ein bisschen genauer kennen. Filmchen über euch. Len und Louis, die beiden sind sehr gern Zwillinge, vor allem aus einem sehr praktischen Grund. Fußball, Handball, Tennis kann man nur zu zweit spielen. Zocken geht auch besser zu zweit. Die beiden mögen sich wirklich und sie stehen sich in nichts nach. Er ist irgendwie so verrückt. Er macht halt viele dumme Dinge. Hä? Manchmal hilft nur eins, abtauchen. Dieses schwerelose Gefühl kann man nicht beschreiben. So als würdest du fliegen und noch besser. Sie wirbeln als Nesthäkchen die Großfamilie auf. Die halten mich den ganzen Tag auf. Und dann freut man sich auch schon mal, wenn sie bei der Oma schlafen. Ein unschlagbares Team. Wir sind auch nicht komplett hohl im Kopf. In Quizfragen sind wir meistens die Ersten in unserer Klasse, die das wissen. Außer jetzt so Mathefragen, ne? Len und Louis, herzlich willkommen. Ihr seid die Nervensägen der Familie, habe ich eben gelernt. Ach, ja? Nein. Wie oft müsst ihr bei der Oma schlafen? Dürfen. Dürft, okay. Das macht er gerne und häufig. Ja. Ja? So, und tauchen habe ich auch gesehen. Also ein bisschen tut er das, oder zumindest schnorcheln. Ja, ja. Ja. Ein bisschen. Geht euch aber gut hier soweit. Habt ihr Spaß? Ja. Den Eindruck vermittelt ihr auch. Lustig. Dann lasst uns doch flott weiterspielen, weil wir haben Großes vor. Das ist unser nächstes Spiel. Es spielen... Len, Nele und Rosa und Michelle, Wiegald und Maria. Okay. Das ist unser nächstes Spiel. Beim nächsten Spiel müssen die Spieler starke Nerven beweisen. Boom, boom, Balloon. Nacheinander stecken die Spieler Stäbe in einen Ballon. Derjenige, der den Ballon zum Platzen bringt, hat verloren. Und so sieht Bum Bum Balloon bei uns aus. Hier sind Len, Nele und Rosa, Michelle, Wiegald und Maria. Wenn ihr möchtet, könnt ihr so eine Schutzbrille tragen. Rote Brillen für die Dame, für die Damen und für den Herrn und gelbe Brillen für die Kids. Und die Sache ist denkbar einfach. Die Teams würfeln abwechselnd. Und drücken, je nachdem, was sie gewürfelt haben, hier gibt es nur 0, 1, 2 auf diesem Würfel, drücken Stäbe entsprechend der gewürfelten Zahl in den Ballon. Pro Würfelauge ein Raster. Und wer den Ballon zum Platzen bringt, der hat verloren. Aha. Ja, das ist alles. Okay, okay. Das Team, das zurückliegt, darf bei uns beginnen. Danke. Okay, jeder hat das Spiel verstanden. Das Spiel! Hier ist eine Null. Das Glück, wenigstens das Glück. Hier wäre eine Null gut. Eine Eins ist gar nicht schlecht. Jetzt müsst ihr nach vorne gehen und an irgendeiner Stelle. Zusammen, oder? Ihr könnt zusammen gehen, wie ihr das möchtet. Wir gucken uns das gleich mal an. Wir gucken uns das mal an. Also, am Anfang ist es eher easy. Ist, glaube ich, egal. Es ist egal. Komm, Maria. Ein rein und dann. Oh, Vorsicht, das sind zwei. Einer. Das waren zwei. Was passiert jetzt? Noch nichts, aber wenn du nachher... Kann ich zurückholen? Nein, zurück geht nicht, aber jetzt... Maria! Entschuldigung! Das macht ja nichts. Das ist ja egal, dann kann für die ja auch gleich da Platz. Ja, ist ja auch für die jetzt auch vielleicht schwierig. Es ist nichts passiert, genau. Vorsichtig beim Reindrücken. Es geht nur darum, so viel Einraster, wie ihr gewürfelt habt. Und nicht reindrehen, sondern nur reinschieben. Wer würfelt? Du würfelst, okay? Ah, schade. Da oben? Welchen? Komm, lass ich. Ja, okay, Leute, ich gehe hoch. Warum? Nein, ich ach so, ihr wollt schon gleich auf die Leiter. Ich glaube, okay. Am besten ist es, wenn es immer auf der gleichen Seite ist, weil sonst... Ja.
Platz, der. Hier den. Geht das? Ja, stopp. Warte, okay. Den hier? Ja. Okay, stopp. Dürfen wir auch, müssen wir zwei hier oder können wir generell? Ja, könnt ihr auch. Mach zwei hier, mach zwei hier. Das waren jetzt drei, oder? Stopp! Stopp! Das waren schon zwei. Ja, okay, komm runter. Mach langsam. Das ist ja noch jetzt. Frage, wenn es nicht einrastet, würfelt ja, Maria. Das ist ja noch ganz entspannt, nehmen. Eben, mal, genau. Ne? Also wir können jetzt auch eine drei würfeln. Oh, zwei. Zwei ist schon, bitte sehr. Bitte, wie geil, du machst das? Ausprobieren jetzt. Wiegand, du hast doch ganze Sendungen mit so einer Brille moderiert, oder? Ja, absolut. Geh auf die gleiche Seite, damit es nicht... Ich kann doch, ob es da so Wiegand, ein System gibt. Du kannst jetzt auch 1-1, wenn du magst. Ah. Nur als Hinweis. Ah, man kann das auch aufsplitten. So zwei. Ah, so weit sind wir aber noch gar nicht, denke ich. Okay. Guck mal. Vorsicht. Das machen wir nur im Notfall. Eins. Das ist eins. Noch nicht. Stopp, ja. Ah, so rastet es ein. Jetzt habe ich es auch kapiert, das Spiel. Ja. Okay, dann gehe ich nochmal hier hin. Und nicht reindrehen, sondern reinschieben. Ja, hier unten mach ich mal. Nein, macht jetzt rein. Wer würfelt jetzt? Ich würfel. Oder ich würfel und du. Okay, eingerastet. Okay. Alle beide. Mach jetzt mal. Wird gewürfelt. Kinder würfeln. Ich würfel du einfach. Eins. Eine Eins. Eins. Auf geht's. Einen rein. Nimm mal einen unten. Leer? Warte, nein, nimm mal. Noch einen gibt, der noch gar nicht. Hier, nein. Da ist einer, der noch gar nicht belastet ist. Hier, auf meiner Seite hier. Da oben ist auch noch einer. Oder wollen wir erstmal den hier nehmen, weil... Sollen wir, oder wollen wir oben was nehmen? Was für eine Strategie ist das? Oder das ist überall so ein bisschen. Den hier kommt. Okay, belasten könnte. Stopp! Ja. Einer. Alles klar, alles gut. Ich würfle schon. Okay? Ja, ich nein! Okay, eine, okay. Dann mache ich eine, zwei. Ja. Ich würfle jetzt zwei, schade. Ich glaube, hier geht noch einer. Mhm. Ganz langsam. Eins. Vorsicht. Also ich eins und nein, du wirst hier geht auch noch einer, oder? Da geht auch, ja. Oh. Oh. Okay. Ja, sehr gut. Und jetzt gut. Vorsichtig weg. So. Die Kinder würfeln. Darf ich mal hinfassen? Null. Null oder eins? Zwei. Null. Zwei. Ja. Nein. Habt ihr eine Zwei? Ja. Ja. Bitte sehr. Nein, ja. Nein, warte, nein, warte. Daumen ist noch gar nicht, also der nein. Ist noch gar nicht stark. Warte, macht erst mal hier einmal. Hier. Soll ich reindrücken oder machst du? Ja, mach schnell. Okay. Mach schnell? Einmal, oh Gott, ja. Das ist... Platz, oder langsam, Platz, egal. Platz. Platz nicht. Ja. Eingerastet, ja. Einer. Warte, dann nehmen wir den... Warte, wo, wollen wir den jetzt da oben nehmen? Da oben. Nein, den da oben, okay. Ja, okay, soll ich hoch? Ja, oder ich gehe hoch. Na, ja, egal. Nochmal. Oh, das rein emotional finde ich, wir müssen dann auch mal nach oben, ne? Ja. Oder? Richtig. Na, warte. Den hier? Nimm den. Den noch. Einmal. Richtig aktiviert. Bitte nicht. Ja. Wow. Bitte. Also, wir brauchen ein Null. Null, Null, Null. Zwei, Null, zwei, Null. Null. Okay, okay. Eins ist okay. Komm. Ich würfel. Nein, ich glaube, hier ist so. Echt vom... So. Hier vertragt es nicht mehr. Kann ich auf die anderen Seite. Da ja, was gehen. Ja. Der da, sollen wir den oben, machen? Ja, oben. Das ist mal ja, den. Rüberfahren. Der muss platzen. Ganz sanft. Ganz kuschelig, wie geil. Also Leute, ganz sanft. Es war mir ein Vergnügen. Bitte. Ja! Ja! Komm! Und vorsichtig runter, Wiegand. Ja, ja. So. An null. Ja, zwei. Oh, das tut mir so leid. Warum glaube ich das nicht so richtig? Ne? Der da oben, der da oben. Zeig mal, ja, okay. Der da oben. Wer weiß, was da vom Gesicht überbleibt, wenn es geknallt hat. Achtung, weg. Lele. Und stopp. Warte, stopp. Einmal. Okay. Ja, also einmal erstmal und dann nochmal, weil ihr ja eine 2 gewürfelt habt. Bitte nicht. Reicht einmal. Oh, drück zweimal. Jetzt ist er geplatzt. Der erste Sieg für unsere Stars. Bitte sehr. Ab an die Säule. Ihr müsst euch noch Punkte holen. Komm, wir drücken jetzt zusammen. Alle zusammen. Nein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann schauen wir auf den Spielstand nach diesem Spiel und sehen, dass es nunmehr 9-3 steht für unsere Kinder. Ja, wir hoffen uns ran. Von denen wir Julia und Nele jetzt etwas genauer kennenlernen.
Julia und Nele, die beiden gehen seit 11 Jahren im Gleichschritt durchs Leben. Wir unterscheiden uns an dem Muttermalen. Ich hab das nicht. Aber dafür jede Menge Hobbys, wie das Turnen. Wir gehen auch auf Wettkämpfe. Die beiden lieben fremde Sprachen. Wohin soll's denn mal gehen? Wir würden gern nach London, Paris. Und wo seid ihr schon gewesen? Wir fahren jedes Jahr in den Sommerferien nach Jüst. Ja, sonst waren wir eigentlich nur in Mangazari. Julia und Nele wuseln auch gerne durch den Wald. Sehr zur Freude ihrer Familie. Wenn ich dann aber die Schnecken zu Hause finde, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und wer ist die bessere Spielerin von euch? Also Julia gewinnt eher als ich. Vielleicht, weil ich schlauer bin? Das kann sein. Die beiden dürft ihr nicht unterschätzen. Weil wir das perfekte Team zusammen sind. Was habe ich da als Reiseziele gelernt? London und Paris, ja. Das wäre besonders. Warum gerade die beiden Städte? Paris wegen dem Eiffelturm. Okay. Und das ist ja auch wirklich ein guter London, weil es da schön ist. Und eine Freundin von Mama kommt auch aus London. Okay, das heißt, ihr hättet direkt irgendwie Familienanschluss. Und dann kriegt man gute Tipps und weiß man, wie man die Stadt besser kennenlernt. Ja. Ihr seid in welcher Schulklasse mittlerweile? Sechs. In der sechsten. Und Schule macht Spaß? Ja. Lieblingsfächer? Ja. Oh, da ist schon... Das Jahr kam jetzt ein bisschen knirschend rüber. Was sind eure Lieblingsfächer? Sport, Deutsch und Erdkunde. Ja, dann seid ihr gesund. Alles gut. Sport, wenn Sport mit dabei ist, dann ist es. Und wenn Mathe nicht auftaucht, dann ist alles. Wenn Mathe ist, dann meistens, ja. Oh, das war wirklich. Chris, dein Lieblingsfach war auch Sport? Ja. Ihr seid so schlecht. Ja, wirklich. Dass ihr auf sowas auch noch reinfallt. Das ist eine Frechheit. Diesen billigen, naheliegenden Gags. Ja, für mich ist, ich habe mich ja auch immer so eher um Hassfächer gekümmert, also um Fächer, die man nicht so mag, weil das waren bei mir alle und deswegen nicht nur Sport, mein Freund. Ja? Weil was ist für euch jetzt zum Beispiel, was ist für dich zum Beispiel das allerschlimmste Fach? Mathe. Das allerschlimmste, was ist für dich das Schlimmste an Mathe? Alles. Das ist eine bessere Antwort. Gestern meinte jemand die Zahlen. Das war bitter. Der Anwalt so sagt die Zahlen, das ist ganz sicher. Ja. Und ich finde Mathe tatsächlich, ich fand Mathe auch immer mega gruselig. Also Mathe war für mich immer so, weil das Ding ist, am Anfang hast du ja noch so Zahlen, da hast du ja 2 plus 2, 4. Irgendwann hast du A plus B und denkst, hä? Ja? Und es kommen immer mehr Buchstaben dazu, da könnt ihr euch drauf freuen. Irgendwann habt ihr ganze Textaufgaben. Kennt ihr schon Textaufgaben? Ja. Ja, das ist schön, oder? Ja. Da freust du dich, ne? Ja. Das ist ja das, wo der Lehrer mal sagt, das ist total einfach. Ja. Ja, sowas wie Peter kauft 4 Tomaten. Tomaten, 3 Radieschen, 9 Gurken und eine Zwiebel. Er bezahlt 13,98 Euro. Eine Tomate kostet 3-mal so viel wie ein Radieschen, eine Gurke halb so viel wie eine Zwiebel, eine Viertel von einem Radieschen und eine Tomate 45% von einer Gurke. Und da sitzt und denkst so, hallo! Ja. Und dann kommt... Und das ist ja schon schlimm. Und dann kommt noch die Frage, so, was kocht Peter? Ja, und du denkst, was? Ja. Also nach dem, was ich gehört habe, muss eine Gemüsesuppe gewesen sein. Ja. Mindestens. Oder eine Bolo. Oder ja, eine Bolo, ja. Im nächsten Spiel sind Julia und Nele dabei, die wir gerade kennengelernt haben, und Chris und David Garrett. Und das ist unser nächstes Spiel. Wir spielen Memory. Kartenpaare liegen verdeckt vor den Spielern. Abwechselnd dreht jeder Spieler 2 beliebige Karten um. Sind die Bilder auf beiden identisch, behält er das Paar. Wer am Ende die meisten Kartenpaare aufgedeckt hat, gewinnt. Und so sieht Memory bei uns aus. Das ist schön. Ist doch ganz einfach, oder? Das ist dasselbe. Bislang ist es noch alles dasselbe. Memory, Spielregeln zu erklären, ist ja im Grunde genommen schon überflüssig. Es geht um Pärchen. Wer Pärchen findet, darf weitermachen und so weiter. Und das spielen wir bei uns so, dass man, also, so löst man die Karte aus. Jetzt haben wir hier eine grüne Tasse und meinetwegen dazu nehmen wir mal das. Das hat jetzt nicht geklappt. Wir könnten aber auch mal zum Beispiel das nehmen. Fußball, nicht schlecht. Also jetzt vielleicht nicht anfangen zu merken, das wird wieder... Ist, ja. Okay. Ist das gleich wieder anders? Nee, habt ihr euch die 4 gemerkt? Nein. Ich hab versucht. Ja. Nein, ja? Wir können die so nehmen. Natürlich wird gemischt, bitte sehr. Oh. Löschen. Ihr seid soweit? Das zurückliegende Team beginnt. Das sind die Stars, Chris Was und sind David. Das wir? Ja. Zufall. Memory, das Spiel. Also, mal zwei auf.
Ja, ging schon. Das ist eine Sonnenblume. Meistens Chris, sie jetzt auch du dazu. Chris, immer die Teams, genau. Ja, Sonnenblume ist ja einfach, ist da vorne. Bitte. Das wäre jetzt der Knaller, ne? Damit du dir gucken. Wenn das jetzt ist, ne? Kaputt. Was ist das denn? Die Zitrone. Achso, ich kenne keinen Obst, ja. Sonnenblume. Ist gut. Okay. Sonnenblume, Zitrone. Ihr seid dran. Julia Nele. Zitrone, ich fange an. Das ist eine Narzisse oder Osterglocke. Soll ich da hin? Ja. Geh zwei nach hinten. Merke schon, wenn hier die Kommandos gibt. Gänseblümchen. Alter. Narzisse. Also da Gänseblümchen. Gänseblümchen. Okay. David. Noch ist es ja relativ, genau. Oh, nee. Schicke Socken, kann man sogar sagen. Ach, guck mal, das ist ein schönes Bild eigentlich, wenn du da auf dem Bärchen. Rote Tasse. Bleib stehen, bitte. Wir schaffen das wirklich alle einmal durchzuspielen. Das ist unglaublich. Sind da auch Pärchen dabei? Ja, da war diese. Nein, da war. Ja, da war. Da waren wir heute schon mal. Das gibt uns einen kleinen. Eine Narzisse war das hier, oder? Zum Schluss. Ich, soll ich noch mal ganz kurz machen zur Sicherheit? Das war aber hier, ne? Narzisse. Ja! Wir dürfen noch mal. Ihr dürft weitermachen. Wir dürfen noch mal. Ja, ihr dürft weitermachen. Gehen wir da hinten in die Ecke? Ja. Nein, war die Tasse. Da! Das ist das. War das? Warte, warte. Nein, Bärchensocken waren hier. Na, Socken weg. Da. Stimmt. Bleib, du musst da bleiben, wo du. Der ist recht. Auf deine Tasse. Moment, nee, hier war keine Tasse, glaube ich. Doch. Bitte sehr, zweites Glück. Hier, dann machen wir den, ja? Nice. Sorry. 2-0 Führung. Da, in die Ecke haben wir noch nicht. Lass uns doch mal ganz kurz jetzt konzentrieren. Wir machen jetzt ganz recht. Ist jetzt erstmal egal. Mach du erstmal, wo du willst. Ich mach es, war ja eh sonst ein Pärchen dabei. Irgendwo wollen wir noch nicht waren und dann gucken wir mal. Gänseblümchen. Gänseblümchen. Hier oder hier? Ich meine eins von den beiden Feldern. Hier. Ja! Richtig! Wow! Nice! Ja, Mauer drin. Alright. Äpfel. Ja, hier. Hatten wir? Ja, hier. Nein. Äpfel hatten wir noch gar nicht, oder? Ja. Hier war noch gar nichts, ne? Ja. Äpfel. Äpfel? Ja, aber. Ja, aber. Also, ja, das waren andere Äpfel als die Äpfel. Ach komm! Okay. Sei doch froh, dass ich überhaupt mal auf Obst stehe. Okay, komm wieder hoch. Da war noch eine gute Runde. Fußball. Ah, das war ja gemischt. Das war gemischt, genau. Nein, der Johannes hatte den vorher. Genau. Hier, genau, mach da. Mach einfach das. Ja, das. Orangen ist schon rausgekommen. Oder nicht? Doch. Nein, das war eine Zitrone. Das war eine Orange. Das war ein Apfel. Nein. Es war eine Orange. Da war es. Ich glaube, es sah aus wie. Du stehst auf den Äpfel. Das war Johannes. Du stehst auf dem Apfel. Und da ist Apfelbanane. Das sind geschnippelte Äpfel. Wo stand der gerade drauf? Sekunde. Spatzel, ich würde mich jetzt hier hinstellen und dann gucken wir mal. Ja, finde ich eine gute Idee. Hat er Spatzel gesagt? Ja. Ja, hier. Die Sonnenblume ist da. Nee, nein, Moment, da war die hier. Zitrone. Hier, warte. Moment. Die Sonnenblume ist da. Sonnenblume ist hier. Da nebendran, sagst du? Da. Ja. Da. Chris, geh du auf dein Feld auch? Achso, ich geh auf mein Feld, Entschuldigung. Ich glaube, das war die Sonnenblume. Oh. Hüpf. Yeah. Ja! Wow. Ich bin sicher, dass das kein 4-0 ist gut. Apfel. Ja. Komm, wir machen mal den. Ruhig, oder? Ich würde den hier nehmen. Da waren wir doch schon. Das stimmt. Sicher? Nee, nicht sicher. Mach mal. Na komm. Ist ja egal. Ich glaube nicht. Ah! Da! Der geschnittene Apfel. Perfekt! Ja! Oh! Ja! Kann man nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, ne? Das ist... War da schon jemand drauf? Ja. Also, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Mach mal. Okay, schauen wir mal. Ah, Bärchen ist hier. Stand hier. Bärchen ist hier, sag mir da, Bärchen ist hier. Bitte auf deinem Feld. Ja, bleib drauf. Ja. Stimmt. Oder war das die Socke? Das ist spielstark, ne? Die spielen stark, muss man echt sagen. War der schon? Ich glaube, ich,
Ich glaube, der war noch nicht. Okay. So. Also. Fußball. Muss immer mal der war doch hier. Wir haben Glück. Eins von den beiden. Da, der Ecke, die Ecke. Warum kommst du, Chris, warum kommst du immer zurück hierher? Weil das nicht so einfach ist hier. Ich muss immer so von außen gucken. Du musst dich so nach Norden ausrichten und dann von oben gucken. Ja, sei froh, dass ich überhaupt mal einen Punkt hole. Der ist doch gut. Kann mich nicht mehr reinnehmen. Ach ja, dann ist egal. Dann guck ich mal. Ja! Yeah! Sehr gut. Hier machen wir noch gar nicht. Und wenn wir Glück haben, ist das. Ganz cool bleiben, das ist. Oh, hat mir auch. Die Gummistiefel. Hat mir auch. Nehmen wir die, die wir noch nicht. Gummistiefel? Nein, erst bei, nur bei, dem, bei der Probe. War das bei dir? Bei mir, ja. Den hatten wir noch gar nicht, oder? Den haben wir noch gar nicht. Den haben wir noch nicht probiert. Johannes hat Gummistiefel vorher. Ah, die Zitrone. Das ist die Zitrone. Die Ecke, Leute, macht aber. Das weiß sie nicht. Erstmal zurück. Sprecht euch ein bisschen ab, ruhig, das machen die anderen ja auch. Erstmal hier, wenn das die Zitrone sicher ist, dann geht. Ja. Ja. Zitrone. Zitrone. Jetzt mach den in die Ecke. Mach. Ich glaube, wenn wir das nächste holen würden. Oh. Ah. Die war da. Hier. Bleib mach einfach. Nee. Was? Ja. Der ist raus. Ich wäre aber, das ist der Apfel. Ja, das ist der Apfel. Mach ihn. Leute, nein. Ja. Ja. Eine grüne Taste, das war das erste Mal. Hatten wir die? Hatten wir eine grüne Taste? Nee, was haben wir denn noch nicht gesehen? Nee, leck da drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich das egal mache. Oder da vorne den sicher. Ah, die Stiefel. Da hinten, hinter der Taste. Hey, wo war die? Genau. Egal, Leute. Nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Moment, es steht 7-2 für die Stars. Wir haben ja hier 30 Karten, also 15 Pärchen. Wenn sie es schaffen, dann haben sie gewonnen. Das hast du genau richtig gesagt. Wenn sie es jetzt schaffen, dann haben sie das Spiel gewonnen. Ja. Bitte sehr. David. David, spring. Ja. Und? Chris. Probier es mal da hinten. Das war schon hier, oder? Also nur weil die. Nee, nein. Okay, 8. Pärchen. Yes. Back in the pop. Sollen wir sie trinken, zu Ende zu gehen? David, du hast so Hemmung gehabt bei Memory. Das hat doch super geklappt. Hast gedacht, man kann sich so blamieren, ja? Als Kind war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, nee, um Gottes Willen, lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber... Das hat nicht ganz geklappt. Bitte sehr, eure Punkte. Alles klar, du machst, komm. Nee, wir können, wir machen so okay, und dann... 1, 2... Yeah! Yes! Outside! Oh, ja. Stark! Mittlerweile steht es nach dem vierten Spiel 9-9. Alles ist offen. Yes. Herzlich willkommen, liebe Kollegen. Wir sind wieder im Spiel. Wir sind wieder dabei. Die Stars sind zurück im Spiel. Wo hast du überhaupt studiert? Du hast in London mal studiert ein halbes Jahr. Ja, ich habe in London und dann New York. Also in London war halt eher so, dass ich dann... ich würde mal sagen, abgebrochen habe. Ich glaube, ich bin rausgeschmissen worden und dann nach New York. Ja, abgebrochen klingt beides nicht schlecht. Also ja, rausgeschmissen ist so ein bisschen wild. Das ist eine lange Geschichte. Okay, aber man lernt ja nie aus in so einem Beruf, ne? Also du, klar. Wie viel übst du heute noch? Du kannst das wie kein anderer oder kaum ein anderer und trotzdem übst du jeden Tag. Ja, genau deswegen. Also, das ist okay. Also, leider Gottes dieser Teufelskreislauf. Man muss viel üben, um gut zu sein. Und wenn du nicht mehr so viel übst, bist du nicht mehr so gut. Das heißt, wie viel am Tag? Eine Stunde? Ach, bist du wahnsinnig? Bestimmt 6-7 Stunden. 6-7 Stunden Geige spielen? Oh, das geht dann echt. Ja, da muss man nicht klatschen, das tut mir manchmal echt weh. Also unterstützen. Ja. Ist das hier deine Geige? Nee, ja, das ist eine kleine. Das ist nicht meine. Nee, alles klar. Ist das eine kleinere? Nee. Das sieht aus, als wenn du damit was machen könntest. Nee, ich bin raus, bei Geige bin ich raus. Bist du sicher? Nein, ja, da bin ich, das kann ich nicht. Wir können auch was zusammen machen. Ja, wenn... Ja, hier, hallo. Ein bisschen motivierender Beifall. Darf ich mal? Dankeschön. Was ist das? Das liegt hier gerade so neben. Aber nicht, dass du jetzt... Keine Sorge. Kann ich Triangel oder so? Nee, wir haben dir jetzt schon eine Geige besorgt. Ja. Aber das ist doch eine Kindergeige, oder nicht? Nee. Ist das von welchem Jahr ist diese Geige? Die ist hier von 1862, das ist eine Jean-Baptiste Biom. Also auch schon ein paar in die Jahre gekommen. Ich kann mir nichts Neues leisten. Nein, aber ich... Also erstmal stimmen. Ich finde, man sollte immer ein Instrument erstmal stimmen am Anfang. So, jetzt bist du dran. Einmal nach oben.
Im Sitzen oder im Stehen? Was muss ich dir diesen Ton? Oh Gott. Ja, ist das? Fängt schon gut an. Ich spiele einfach diese Seite mal für ein paar Minuten. Für ein paar Minuten? Okay, im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen oder im Stehen? Natürlich im Sitzen lässig. Also, als alter Vollprofi, come on. Ja, warte. Warte, warte. Die hier? Okay. Warte, gib mir eine Chance. Die. Paganini! Ja! Caprice. Mein erster Paganini! Caprice 22! Natürlich! Ja, natürlich! David Garrett! Wenigstens einer, der das Dankeschön. Kann! So. Was kostet eine Geige? Darf man das fragen oder ist das schon. Also ich war ja gerade mit Crossover unterwegs und für Crossover-Konzerte benutze ich eine Jean-Baptiste Villaume. Also so eine? Das ist jetzt so eine Geige, die ist auch sehr kostbar, ist jetzt nicht die Preiskategorie wie die Stradivari. Gutes Auto, Stradivari, gutes Haus. Na, also, Aber das kostet sechsstellig? Das schon so im unteren sechsstelligen Bereich. Ja. Unterer sechsstelliger Bereich, ich merke schon, ne, so genau müssen wir es gar nicht sagen. Alles gut, wertvolle Instrumente, großartiger Künstler. David, schön, dass du bei uns bist. So, wir sind unterwegs zu unserem nächsten Spiel. Und dieses Spiel spielen Len und Luis und Maria und Wiegald. Und das ist unser nächstes Spiel. Alright. Was ist es denn? Was ist es denn? Keine Ahnung. Sau schwer heißt das nächste Spiel. Die Spieler müssen schätzen, wie schwer beschriebene Gegenstände sind. Nach und nach kommen Gegenstände hinzu. Sie legen die Karten neben die Waage und stellen das Schwein auf die ihrer Meinung nach schwerere Seite. Wer am besten schätzt, gewinnt. Und so sieht sauschwer bei uns aus. Es geht wie folgt. Auf beiden Seiten der Waage erscheinen gleich Gegenstände. Und nach jedem neuen Gegenstand sollt ihr euch auf die Seite der Waage stellen, wo ihr glaubt, dass es schwerer ist. Schwer gewinnt. Solange ihr einer Meinung seid, gibt es immer auf der anderen Seite was dazu, dann müsst ihr euch neu entscheiden. Irgendwann seid ihr nicht mehr einer Meinung, dann lösen wir auf und wer dann auf der schwereren Seite steht, der hat das Spiel gewonnen. Okay? Okay. Ja, und wir spielen Best of Three, also machen drei Würde unser Gewicht dazu gerechnet? Nein. Nein. Achso, du meinst, weil das ja kaum ein Nachteil. Nein, nein, das lassen wir schön weg. Es geht nur um die Gegenstände. Sind wir soweit? Sauschwer? Das Spiel? Hier kommt der erste Gegenstand. Die größte spielbare Geige der Welt. Also sozusagen, jetzt würdet ihr erstmal alle hier hingehen. Ich will euch nicht, aber weil das ist ja schwerer als nichts. Ah, okay. Nee, wo gehen wir denn dahinter? Dahinter. Einmal dahinter. So. Damit wir das Spiel kapieren. Also. So. Okay. Glaub, jetzt, nee, nee, ihr bleibt da. Hinter dem Zaun. Hinter dem Zaun. Und jetzt kommt auf die andere Seite und jetzt fangt ihr dann an zu denken und zu rechnen. Auf die andere Seite kommt ein Oscar. Ah, okay. Ein echter Oscar. Ein Academy Award. Bleiben wir mal hier. Na. Also größte Spiel. Sollen wir laut nachdenken? Sobald die Wege sich trennen. Die größte spielbare Geige ist größer als das, was wir eben gesehen haben. Das wird ja dann eventuell Richtung Kontrabass gehen oder sowas Großes. Ja, aber ein Oscar ist relativ. Wobei natürlich eine Geige auch. Die muss ja nur so gestimmt sein, mit so dünnen Seiten, dass man den Tonumfang der Geige hat. Das könnte doch auch so eine 10-Meter-Geige sein, die Saiten hat. So eine 10-Meter-Geige, die Saiten hat, genau. Und der Oscar ist ja. Typische 10-Meter-Geige. Ja, weil der Oscar ist ja. Der Oscar hat ja nicht nur im übertragenen Sinne Gewicht, sondern der Oscar. Natürlich. Da hast du was in der Hand. Schätze ich mal, das sind so 700 Gramm. Drüber, aber gut. Du schätzt ihn auf 700 Gramm? Ja. Na, der ist schwerer. Oder 2,5 Kilo. Wenn du schon so guckst, sag ich 2,5 Kilo. Hast du schon mal einen in der Hand gehabt? Nein. Nein. Das ist für deutsche Schauspieler natürlich ein Traum. Du hast alle Preise, aber ein sehr ferner Traum. Eben. Und deshalb dachte ich, das ist ein gewichtiges Ding. Und deshalb, na gut, wir bleiben hier. Ihr bleibt also bei der Geige stehen. Dann tun wir zum Oscar ein bisschen was dazu, um euch die Sache noch schwerer zu machen. Und zwar die größte Christbaumkugel der Welt. Oh.
Die kommt mit auf die Seite der Waage. Wie groß? Ach du, die ist sicher riesig, ne? Ja. Also die Frage ist ja auch, ob sie schwer ist. Weil hier geht es ja um schwer. Also wenn die natürlich hängt so dünnwandig ist wie eine kleine... Oder liegt die nur rum? Fragt mich. Weil wenn die am Christbaum hängen, kann sie so schwer nicht sein. Dann bleiben wir mal lieber hier. Ja. Bleiben wir da. Ja. Ja. Noch seid ihr einer Meinung? Dann erhöhen wir. Zu Oscar und Christbaumkugel kommen das Gewicht des ehemaligen US-Präsidenten Barack also, Obama. Tschüss. Mal rüber, oder? Okay, tschüss. Tschüss. Sicher? Die gehen rüber. Der wiegt, lass mal zusammenrechnen, also sagen wir mal 2 Kilo plus... Ja, aber eine Christbaumkugel lässt 4 Kilo und, dann, ja, und er wiegt 70. 70 von... Okay, das ist dann schwerer als die größte spielbare Geige. Warte, gehen wir mal rüber. Okay, aufgelöst wird er erst, wenn er euch teilt. Ihr seid einer Meinung. Dann gibt's zur größten spielbaren Geige der Welt noch... Das Gewicht des aktuellen... des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump, ja, inklusive Fifi. Ja? Ja, Luis, warte, gehen wir auch wieder rüber, ich oder? Ich denke mal, Obama ist genauso schwer wie Donald Trump. Der wiegt knappe 100. Ja, okay. Wie beleidige Obama doch nicht. Oder vielleicht nein, sogar komm, über 100. Komm, wir gehen hier hin. Meinst du nicht? Ja, aber Donald Trump über nein, 100? Komm, wir ja, gehen hier 100. Hin, weil Geige das ist natürlich, Trump, mit, der ist so nein, mit so einem Kompressionsgürtel zusammengepresst. Ist okay. Nochmal Obama, keine Ahnung. Das ist vielleicht die treffende Formulierung, keine Ahnung. Das Christbaumkugel ist ja hohl innen drin, da ja. Christbaumkugel hohl, allerdings stimmt. Keine Ahnung, ob sie so ist oder so. Ich, ja. Wenn ich nur, aber also ihr bleibt Geige alle auch. Dastehen, dann, ihr seid ja noch einer Meinung, dann gibt's hier was dazu. Zu Obama, zur Christbaumkugel und zum Oscar. Jetzt die Tränen, die ein Deutscher im Durchschnitt während seines gesamten Lebens vergießt. Also von ja. den ersten Babytränchen. Okay. Das ist doch, interessant, ob man da also das Gewicht. Weil wenn er 100 ist das ein Liter Eimer so tränt, dann... dann 100, also ja, ein Liter, 100 ein Kilo, sagen wir mal. Ja, ja. 100 Liter Tränen im Leben, 100 Kilo. Ja. Ja, Gott, so was ein Gejammer. Aber oder falls man 100... Ja, wenn man ein depressives Leben hat, schon. Ne? Okay, aber hier haben wir die... Hier haben wir die größte spielbare Geige der Welt und Donald Trump. Hier haben wir Barack Obama, die Tränen, die Christbaumkugel und den Oscar. Das ist ja wie ein Kontrabass, bleibe ich, glaube ich, weiterhin. Also 150 Kilo. Ich glaube immer noch, dass das... Also wir haben hier 2 Hohlkörper, links und rechts. Wir haben außerdem eine Geige. Er lehrt sich wissenschaftlich. Er kann nicht anders. Ich glaube, links ist immer noch schwerer. Okay, bitte. Also... Dann lösen wir jetzt auf. Dann lösen wir dann, auf. Dann sehen wir es jetzt. Ach Gott, wir dann sind schon so weit. Dann schauen wir uns erstmal schön der Reihe nach, wie die verschiedenen Vorschläge zu uns gekommen sind. Zuerst die Tränen. Ein Deutscher ach so, weint ja. 70 Liter Tränen in seinem ganzen Leben. Weint. Als nächstes. Ja, ein Kilo habe ich getippt. Schauen wir, was wiegt Donald Trump? Weint. Ja, ich. Was? Über 100. 107 Kilogramm. Wer schwer, wer schwerer ist, gewinnt. Komm. Barack Obama. Komm, Obama, enttäusch mich nicht. Ist Burger. 79 Kilo. Ja. Sind jetzt 149. Okay, jetzt gucken wir uns die Christbaumkugeln an. Ja, aber die, haben Geige. Die größte Christbaumkugel der Welt wiegt 481 Kilo. Ja, aber die hängt dann keinem Baum mehr. So gut. Das kann ja nicht obwohl sein. Die Geige wiegt, ne? So, die Geige und dann würde ich sagen, und ihr denkt ja, wir haben hier nur Plagiate, jetzt zeigen wir euch mal einen echten Oscar, einen echten Academy Award, der in Los Angeles verliehen worden ist. Guck mal, da kommt er rein von der Seite. Können Sie es vorne abstellen einfach? Darf ich das einmal so mich nähern? Ja? Vorsicht, das ist sehr schwer. Darf ich? Oh, tatsächlich relativ schwer. Es ist der Academy Award to Herbert, also ich sag's mal deutsch, Herbert Strabel, den Set-Decorator von Cabaret, Anfang der 70er Jahre. Okay. Hat ein Deutscher diesen Oscar gewonnen für das Set des weltberühmten Films Cabaret, Liza Minnelli. Der ist relativ... Mach's mal. Oder ich gebe mir mal Maria. Nur mal nee, das darf man ja nicht. Nee? Aber nein, dann nein. In der Nähe. Sagt man. Ach, dann wie geil, dann du. Bei dir ist die Wahrscheinlichkeit... Ich habe keine Ambitionen. So. Aber schwer. Ja, ist schwer. Schwer, aber nicht schwer. 2 Kilo. 3, 4. So in der Größe. Gewichtig. Ich stelle ihn wieder ab. Und es ist wirklich ein... Ich habe auch keine Ambitionen. Ja. Also das ist... wow. Also, wir lösen auf. Ein Oscar wiegt...
4 Kilo. 4? Sodass ihr 634 Kilo insgesamt habt. Und jetzt ist die Frage, wie groß? Wie groß kann so eine Geige wohl sein? Erstmal verabschieden wir uns vom Oscar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie ihn reingebracht haben. Und schnell zurück dahin, wo er hingehört. Und dann zeigen wir euch die größte spielbare Geige der Welt. Die steht nämlich hinter dieser Wand. Stichwort Kontrabass. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wie hoch, sagen Sie bitte noch nichts zum Gewicht, wie hoch ist denn diese Geige? Die Magne-Kirchner Riesengeige misst exakt 4,27 Meter. Hat damit den Einzug ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. 4,27 Meter. Und wie lang ist der Bogen? Der Bogen ist 5,22 Meter lang. 5,22 Meter. Aber jetzt haben wir gesagt, das muss eine spielbare Geige sein. Das heißt, Sie könnten uns auch was vortragen. Das können wir. Bitte sehr. Nur mal kurz, 2-3 Tage zurück. Weihnachten. Notenblatt. Achtung, mit Notenblatt. Ja, ja. Das ist ja lustig. Das ist die größte spielbare Geige der Welt. Wow. David, komm, dir kribbelt's doch schon in den Fingern, oder? Ich hab's befürchtet. Ja, 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 ja. Ich hab's befürchtet. Ja, ja, ja. Möchtest du lieber den Bogen führen oder würdest du oben für Verstärkung sorgen? Also mein früherer Lehrer hat immer gesagt, ich will die große linke Hand, aber dafür reicht's denn wirklich nicht. Also. Soll ich da Platz machen? Ja, ich probier's mal. Vorsichtig hinten. Ich glaube, von oben ist besser. Nee, ich hab nur gerade mal... Also, Gewicht. Ja. Du bist wie ein Pilot, du gehst auch an den Triebwerken erst noch vorbei. Also man muss das sich aus der Nähe anschauen. Moment. Keine Chance. David, wusstest du, dass es so eine Geige gibt? Nee. Jetzt weißt du, wenn du das Ding anhebst, weißt du erstmal, wie schwer Musik ist. Das wird schwer mit dem Flieger, ne? Ja. Also, probieren wir das mal. Jungs, auf 4 geht's los. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, man konnte es erkennen. Zu erkennen. Schwer. Eieiei. Und nochmal ganz kurz, wir konzentrieren uns, Entschuldigung, Michelle, konzentrieren uns nochmal ganz kurz, weil es ging uns ja ums Gewicht. 634, hier haben wir 107 und dazu kommen für die größte spielbare Geige der Welt 131 Kilo sind 238 und damit geht die erste Runde an die Kids. Ihr geht wieder in die Mitte. Ja. Zweite Runde beginnt mit diesem Gegenstand. Die Menge an Dominosteinen, die 1000 Deutsche im Jahr verzehren, die tun wir hier drauf. Das ist ja auf jeden Fall mal mehr als nichts, deshalb gehen da alle rüber. Also eine Schachtel hier, also 50 Stück, 50.000. Auf die andere Seite biete ich euch folgenden Gegenstand an. 30.000. Konrad Adenauers Mobiltelefon aus den 50er Jahren. Konrad Adenauer ist ein Politiker gewesen. Das war der erste deutsche Bundeskanzler. Oh, das hatten wir gerade in Musik. Also das hattet ihr in Musik? Keine Ahnung warum. Ja, mit der Nationalhymne. Ach, mit der Nationalhymne. Und da kam der irgendwie mit vor. Okay. Also dann sind es schwerer, 30. So. Ja, das ist auch schwerer. Ihr geht mal mit? Die haben ein bisschen mehr im Kopf. Okay, dann kommt zu den Dominosteinen dazu. Das Gewicht, das Suren Agabekian, das ist der Weltrekordhalter im Gewichtheben mit dem kleinen Finger. Das ist richtig viel. Das, was der heben konnte. Das sind viele Kilo. Das ist 7 Kilo, ja. Das da oben ist nur ein Symbolbild. Ne? Also der konnte schon was heben. Es kommt zu den Dominosteinen. Noch sind sich alle einig. Auf der anderen Seite machen wir es schwerer mit. Weltrekord ist, der muss hoch sein. Aber 5 reichen auch. Viel weniger. Der mitgebrachten Menge Mondgestein
der Apollo-11-Mission. Die Apollo-11-Mission ist eine Raketenmission gewesen. Die sind auf dem Mond gewesen. Ich glaube, das waren die ersten. Ja. Ende der 60er Jahre. Mit Neil Armstrong, oder? Neil Armstrong, genau. Das war der erste Mensch auf dem Mond. Ja. Und die haben Steine mitgenommen, ich denke, als Erinnerung, aber auch für wissenschaftliche Zwecke natürlich, um das hier auf der Erde dann zu untersuchen. Die Menge, die die mitgenommen haben. Aber die müssen auch viel wiegen, damit die nicht durch die Gegend geschleudert werden, ne? Ja, das ist alles gute Gedanken. Also, sind die Dominosteine und das Gewicht vom Fingerheber mehr oder das Mobiltelefon im Mondgestein? Ihr bleibt stehen alle. Dann kriegt ihr hier noch was dazu. Zu Konrad Adenauer und zum Mondgestein gibt es 1000 klassische Papiertaschentücher. Benutzt oder unbenutzt? Was hast du gedacht? Benutzte oder unbenutzte? Benutzte, ja. Also in einer Packung sind 10 üblicherweise. Aber ein einzelnes Taschentuch, ne? Nein, 1000. Ja, aber ich meine nicht das Päckchen, nicht 1000 Päckchen, nein, sondern 1000 einzelne, also 100 Päckchen. Boah, die wiegen vielleicht 5 Päckchen Gramm oder so. 5 Kilo. Nein, weniger. 15 Kilo. Also ihr bleibt stehen alle? Ja. Dann machen wir es noch ein bisschen schwerer und tun dazu 10.000 Bienen. Ja, okay. 1000. Wollen wir gehen? Also kommt dieser Mondstein, muss schon wie das Gewicht von 10.000 Bienen. Eine Biene mit einem Gramm vielleicht? Ja. Mit Pollen oder weniger ohne? Das sind Fachfragen aus der Zoologie, da muss ich mich raushalten. Das sind 10 Kilo, im Grunde macht das alles noch nicht so viel. Ja, wenn du recht hast, dann sind das 10 Kilo. Dann bleibt ihr stehen, ihr seid rübergegangen. Oder sollen wir nochmal so mit? Nein, ich glaube, ja, dieser kleine Finger, das ist ja ein verdächtig kleiner Gegenstand, der da ist. Bitte sehr, dann lösen wir auf. Wir haben hier getrennte Meinungen, lösen auf. 10.000 Bienen. 10 Kilo. Ey, wenn wir das hinzukriegen, haben wir gewonnen. Wiegen. Ein Kilogramm. Okay. 0,1 Gramm. Hei, jei, 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 jei. 1000 Taschentücher wiegen? 5 Kilo. Maria sagt 5. 3 Kilo. Sehr noch gut. Weniger. Habt ihr zusammen 4 Kilo? Ja, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Gut. Dann haben wir jetzt das Mondgestein, das die von der Apollo 11 Mission. Das kann uns das alles Mission. Kaputt machen. Das kann uns das total kaputt schießen. Aber die haben nicht mehr Gepäck gehabt. Oh. 22 Kilo. Gut, waren wir gut. Ihr habt aber noch das Mobiltelefon. Ganz ruhig bleiben. Das war nicht so ein kleines Ding, so ein Handy-Daddel wie heute. Der kleine Finger soll euch retten. Der kleine Finger muss uns retten. Manchmal nimmt man die ganze Hand oder den kleinen Finger. Dann wollen wir doch mal, was ist denn bei dem kleinen Finger, was hing da dran beim Weltrekordversuch? 52 Kilo, sag ich. Maria sagt 52 Kilo, es waren in Wirklichkeit 70. 110 Kilo. Gut. 110 Kilo. Mit einem kleinen Finger ist der Weltrekordhalter. Ja, wie trainiert man dann? Nimmt man dann kleine Knochen Hand oder was? Für Fingertraining ist David zuständig, da müsst ihr mit ihm nachher sprechen. Aber der Knochen, der bricht doch durch, weil irgendwann 110 durch. Kilo. Bei dir, bei ihm und bei mir, bei ihm nicht. Das muss ja weil er hat ja Weltrekord. Manche Leute können völlig verrückte Sachen. Und was glaubst du, was ich an Dominosteinen verzehre jedes Jahr? Ja, ehrlich. Ja? Ist das für dich so ein Grundnahrungsmittel? Dominosteine, wenn schon mal Weihnachtszeit ist, muss man sie auch ausnutzen. Ja, wie viel Dominosteine, also das Gewicht der Dominosteine, die 1000 Deutsche im Jahr verzehren? Erstmal, wie viel verzehrt denn ein Deutscher pro Jahr? Null. Ich glaube, im Durchschnitt 7 Stück. So wenig. Können wir mal 7 Dominosteine haben, bitte? Das ist nämlich verdammt wenig. Ja, aber mal 1000. Im Durchschnitt. Wie du richtig gesagt hast, es gibt ja Leute, die essen gar keine. Ja, eben. Ich auch nicht. Und das sind aber nur 6,5. Was ist da passiert? Ein Gramm. Auf dem Weg ist schon eine, der Hälfte. 7 Kilo oder so. So, das ist ein Dominostein. Das ist ein Gramm. Na, 2 Gramm. 3 Gramm. 3 Gramm. Hatten wir auch geschätzt, so, nicht? 1 Gramm. Ja, aber dann ist mehr. Dann sind vielleicht 5 Kilo insgesamt. Also 1000, also 7, wir sprechen also von 7000 Dominosteinen. Ja. Das ist ja eine Menge, die man sich kaum vorstellen kann. 7 Kilo. Oh. Aber wenn es mehr ist als 1 Gramm, dann sind es halt vielleicht 20, also 30 Kilo. Wir hatten vorhin gesagt 30 Kilo. Wollen wir erst mal gucken, wie viel das sind, wie viel Kilo? Ja. Die Dominosteine? 3, hoffentlich nicht. Dann zeigen wir es mal. 1000 Deutsche essen also im Schnitt 7000 Dominosteine. Und das sind 94 Kilo. Aus. 94, damit habt ihr 204. Das ist eine unvorstellbare Menge. Das sind ja 1000 Deutsche, 7000 Dominosteine. Das ist Wahnsinn. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Können wir mal 7000 Dominosteine haben, bitte? In Kristalls Bauch. Habt ihr 7000 Dominosteine hier? 7000 Dominosteine, natürlich. Komm mal mit. Nein. So, weil jeder nur einen. Ist das unsere Gage? Weil wir haben nämlich genau 1000 Menschen im Publikum. Und da haben wir gedacht, da ist doch für jeden was dabei. Ja.
Lust? Einfach was rausnehmen und weitergeben. Einfach rausnehmen und weiterreichen, okay? Bitte schön. Und ihr reicht es auch einfach weiter? Jetzt bleibt das Mobiltelefon. Wie geil ist sie seines Sieges noch nicht ganz sicher? Nein, nein, nein. Also ich glaube ja, dass eine Person das tragen können musste damals. Muss, sonst ist er nicht mehr mobil. Ja. Richtig, sonst ist ja eine Immobilie. Hätte ich ehrlicherweise gesagt. Muss ein Mobiltelefon sein. Wie ist es, wenn es im Kofferraum eines Autos ist? Ist es dann mobil? Dann ist es ein Autotelefon durchaus. Autotelefon. Ja, keine Ahnung, aber ist natürlich möglich, dass das jetzt viel schwerer ist. Kann schon sein. Okay, komm zu uns. Wo ist dein Bruder? Luis, come on. Klingt nicht so gut. Also, wir haben hier 204 Kilo, bei euch erst 26. Das heißt, wir brauchen das Mobiltelefon, und zwar das Original-Mobiltelefon von Konrad Adenauer. Aber ja? Das hier? Ist dann bitte nicht hier. Natürlich ist das hier. Es klingelt sogar wie früher. Ah, sieht gut aus. Da ist es. Das ist das Original-Mobiltelefon von Konrad Adenauer. Ist da? Aber wenn er jetzt rangeht, das wär, dann hätten wir eine Meldung, ne? Hallo? Nee. Der war ja lange hier. Wäre aber gut, könnte man umrüsten vielleicht zum Smartphone, ein bisschen die Platinen austauschen. So, das ist ein Mobiltelefon von früher. Da könnt ihr ja mal. Mobiltelefon? Ja, ich glaube, das nimmt man mit. Ja, mobil eben. Also man kann es mitnehmen. Mhm. Das hat er im Auto gehabt. Ich schätze, das war im Kofferraum oder unterm Sitz oder so. Ich habe in dem Auto ja nie gesessen. Bei meinem Handy gibt es nur einen Knopf. Wüsstest du, was man damit macht? Ja, ich glaube, das nimmt man hier unten am Bauch. Nein. Man telefoniert noch hier. Wir haben selber so eins zu Hause. Also nicht so, eins. Aber, okay. Aber nicht so, sondern halt in der neueren Version. War das eine Wählscheibe? Hier hört man. Nee, ich glaube, der ist dann einfach Amt Köln. Da gibt es nur einen, genau. Ja, das ist Bundeskanzleramt. Okay, jetzt wollen wir wissen, wie viel das wiegt. Kommt ihr hinter, Luis? Ja. Das kommt bei euch noch dazu. Das muss sehr schwer sein. Ich habe kein sehr gutes Gefühl. Es wiegt 41 Kilo. 12 Kilo und damit sind es 38 und damit geht die Runde an die Stars. Jetzt steht es 1-1. Ja. Komm, das müssen wir jetzt gewinnen. Ihr trefft euch wieder in der Mitte, weil jetzt kommt das Entscheidungsspiel. Nein. Erstmal meine zauberhafte Assistentin. Wird gespart, wo es geht. Ne? Das ist. Oh wow, ist so ein Staubsauger oder was habt ihr da? Vielleicht, so könnte sein. Es gibt ja mittlerweile so Putzroboter, ne? Okay, hier kommt der erste Vorschlag. Finalrunde bei Sauschwer. Das Rad eines Großraumflugzeugs vom Typ A330. Schweres Ding. 500? Also, dann ein geht ihr wohl... Ein Rad. Okay, ja. Weniger. So ein Rad, ich dachte jetzt, das ist ganz muss ja auch leicht sein. Ein A330 hat insgesamt 10 Räder, aber es geht um ein Rad. Und zwar um Reifen und Felge. Reifen und Felge zusammen. Ja, okay, gut. Dagegen stellen wir jetzt auf der anderen Seite 100 Euro in 1-Cent-Münzen. Nee, ist weniger. 100 mal 100. Wiegen 1 Cent vielleicht... 3 Gramm? Könnte sein, 100 sind 10.000. Das ist ja so ein Sparschwein. So ein herkömmlicher Sparschwein. Also ich bleibe hier auf dem Flughafen. Ihr bleibt am Flughafen? Ja. Ihr auch? Okay, dann mache ich die Münzen noch ein bisschen schwerer, indem ich daneben Hanna setze. Und Hanna ist die kleinste Glocke in der Dresdner Frauenkirche. In Dresden gibt es eine ganz tolle Kirche, wunderschön hergerichtet. Das ist die Frauenkirche, das ist eine sehr große Kirche, gibt es verschiedene Glocken. Aber hier geht es jetzt um die kleinste Glocke in der Kirche. Es kann aber sein, dass die auch nicht ganz klein ist. Also die kleinste Glocke, die im ganzen Raum da liegt oder die da oben am Turm? So ein Handglöckchen ist es nicht, aber es ist die kleinste. Die kleinste, die macht bing. Nein, warte. Ja, okay. Wie viel wiegt so ein Flugzeug gerade? 22 Kilo, 20? Also stehen die noch auf einer Seite oder geht ihr alle rüber? Wir sind noch im Empfindungsprozess, wir gehen jetzt mal rüber. Dann tue ich euch zum Flugzeugrad Folgendes. Gewicht dazu. Die DFB-Meisterschale im Herrenfußball. Diese Salatschüssel. Gehen wir wieder rüber. Komm, wir brauchen ein bisschen Bewegung. Ja. Das heißt, das ist jetzt schwerer. Also die ist ja, die wiegt... 8 Kilo, sag ich mal. 8 Kilo. Klar, wenn wir nehmen 50. Warte mal. Ihr könnt da bleiben oder dahin. Also ist das Best of 3, das heißt, wenn die gewonnen werden. In dieser Runde entscheidet sich alles. Ja, wir können aber... Okay, dann machen wir, okay. Wir machen jetzt mal nicht Risiko. Dann kommt zur Glocke und zu den 10.000 1-Cent-Münzen die Menge Zucker, die ein Deutscher jährlich verzehrt. Wo kommt sie? Tschüss. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Nein, wegen mir sind schon 100 Kilo. Bitte sehr. Dann kommt zum Flugzeugrad und zur Meisterschale. Die Lackmenge für die Außenlackierung eines ICE-Waggons. Nur der Lack. Nur der Lack. Ja, und nur ein Waggon. Das ist ungefähr das, was man als Zucker zu sich nimmt, würde ich mal sagen. Also ich fresse einen ganzen ICE. Nee. Oder? Nee. Bitte sehr.
Dann gibt's zum Zucker und zu den Münzen und zu Hannah der kleinen Glocke Äpfel, die ein Deutscher im Jahr 2016 im Durchschnitt verzehrt hat. Also so das viel. Gewicht. Das der Äpfel. Ist nicht so viel. Das ist Wunschdenken. One apple a day. Ja, one apple a day. Ja, ja, ja. Nee, das sind 100 pro Person. Nein. Allerhöchstens eher 50. Außen war nicht so viel wie die Innenlackierung. So, dann gibt es auf der anderen Seite Verstärkung zur Lackfarbe und zum Flugzeugrad. Gibt es jetzt 200 Liter Olivenöl. Ja, das müssen wir natürlich rüber. Ja, okay. 300. Ja, ja, klar, Lackfarbe. Das natürliche Ende ist der Beginn des Heute-Journals. Also sonst. Dann gibt es zum Zucker, zu den Äpfeln, zu den Münzen und zur Glocke dazu das Gewicht einer durchschnittlichen erwachsenen Frau in Deutschland. Naja, komm. Was glaubt ihr denn, was die wiegt? Ich will jetzt jemanden beleidigen. Bitte? Es gibt dann Leute, die sind nicht so dünn und dann gibt es auch Leute, die sind etwas dünner. Okay. Ja, aber es geht ja um Durchschnitt. Also es geht um Durchschnitt sind vielleicht. Gesagt, weißt du das? Ja. Du bist ein echter Gentleman. Also über Gewicht wird nicht gesprochen. 60 Kilo oder? 60 Kilo, vielleicht. Ja, ja, das ist dann aber. Von innen. Ja. Ach, ihr geht rüber. Ja, geht ihr hier? Ja, warte, warte mal. Also jetzt eine interessante neue Teamkonstellation. Wir sind in einem Team, hallo. Ist ja lustig. Neues Team. So bleibt das jetzt hier. Warte, Luis, die. Also bleib da, Maria, du gehst rüber. Okay, dann. Maria, komm her. Lösen wir es jetzt auf. Ja. Okay, hier fällt die Entscheidung. Der Verlierer darf Dominosteine essen. Das Durchschnittsgewicht einer deutschen Frau ist 68 Kilogramm. Das Doppelte von mir. 200 Liter Olivenöl wiegen 200 Kilogramm. 200. Nicht ganz, sind 182 Kilo. Ja. Jetzt seid ihr schwerer. Jetzt kommen die Äpfel. Ja. 60 Kilo. 20 Kilo. Das ist ja fast 100 Kilo mehr, ne? Dann kommt die Lackfarbe. Ja. Also die Lackfarbe für einen ICE-Waggon. 76 Kilo Lack. Ach so, ich dachte für so einen ganzen Zug. 280. Jetzt kommt der Zucker. Jetzt liegt noch jetzt hier vorne. Jetzt kommt der Zucker. Mehr als man denkt, glaube ich. 33 Kilo. Siehst du, das ist gar nicht für uns. Das ist gut für uns. Jetzt die Meisterschale. Sieht schlecht aus. Ey, du hast 12 Kilo gesagt, ne? Ja, 8. Ja, ja, oder? Du warst gut. Ich dachte, sind 269 zu 121. Jetzt ist die Glocke, die ist, glaube ich, nicht ganz unbedeutend. Hanna, die kleinste Glocke in der Dresdner Frauenkirche, 20. wiegt 291. Also, 100 Kilo ist die kleinste. Das musst du dir vorstellen, ist die kleinste. Fahrt mal hin irgendwann mit euren Eltern. Nee. Ja, extrem groß und wirklich interessant. Sind also 412. Ja, wir haben verloren. Dann holen wir mal das Geld rein, oder? 100 Euro. 100 Euro sind also mal 110.000. Heb mal hoch. Aber tu dir nicht weh. Vorsichtig. Heb mal hoch. Boah, das ist schon schwer. Geht nicht? Ja, nein, kriegt nicht. Ist festgeklebt, oder? Na ja, Vorsicht mal, tu dir nicht weh. Geht das? Maja. Aber es ist schwer. 15? 10, 15? Maria, probier du? Nee, mehr. Also wenig, meinst du? Na, ich bin schwach eigentlich so relativ. Boah, das ist schon scheiß schwer. Ja, das ist wirklich. So, fast so heißt ja das Spiel. Nee. Tut euch nicht weh. Also, es ist wirklich schwer. Nee, komm, ich stell's mal wieder drauf. 20 Kilo. Ich stell's mal wieder drauf. 20? Nee. Also, ich finde, es sieht gut aus. 100 Euro in 1 Cent Münzen wiegen. 1500. 23 Kilo, sodass ihr gesamt 435 Kilo habt. Ja. Ihr seid bei 269 und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Flugzeugrad? Ja. Guck mal, hier ist ein Original-Flugzeugrad eines A330. Nein, das kann ich nicht mit Felge. Schon groß, aber das kann ja aber man kann es bewegen. Ja. Einmal nur für die Größe mal. Vorsicht nicht, dass es runterfällt, dass wir uns mal daneben stellen, damit man ein Gefühl für die Größe bekommt. Ein Flugzeug dieses Typs hat 10 Stück davon. Eben, es darf ja nicht so schwer sein. Ja, auch. Ja, es muss mitfliegen. Muss mitfliegen. Ja, aber dabei muss es auch den Druck aushalten. Aber es darf auch nicht so schwer sein, weißt du, sonst fliegt der Flieger ja nicht, denke ich mir. Dann kommt mit zurück zum Spiel, hier an unseren sauschwer Gartenzaun. Und dann gucken wir mal, was so ein Flugzeugrad wiegt.
Bei euch sind es 435 Kilo. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das kriegt ihr nicht mehr hin? Ja. Okay, dann gratuliert doch schon mal. Nein. Nein, okay. So weit geht die Liebe nicht. Ein Flugzeugrad wiegt. Bitte jetzt nicht. 260 Kilo. Damit habt ihr 529. Und damit habt ihr gewonnen. Sau schwer, holt euch eure Punkte ab. Wow. Konzentration. 130, so aber. Okay. Auf geht's. Komm, warte, ja, genau. 3, 8, ohne zählen. Komm, 6, 6, 6. Ja! 5 ist gut. Maria, ihr grämt euch nicht. Guck mal, wir zählen die Punkte zusammen. Mittlerweile steht es nach Spiel 5, 14 zu 9 für die Kinder. Das ist alles nah beieinander, da ist noch gar nichts passiert. Wir haben eben einen Oscar gesehen und zu Recht hast du ihn nicht berührt, weil das wäre dann wie ein Fluch praktisch. Das darf man angeblich nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich je in die Nähe kommen werde, aber trotzdem, man macht das nicht. Also, nein, man gehört sich nicht. Okay, im nächsten Spiel spielen Len, Nele und Rosa. Und Michelle Hunziker, David Garrett und Kristall. Und jetzt möchtet ihr möglicherweise wissen, welches das nächste Spiel ist. Sehr gerne. Ja. Das will ich euch gerne sagen. Das hier ist unser nächstes Spiel bei Das Spiel beginnt. Das nächste Spiel heißt Lotti Karotti. Jeder Spieler hat 4 Hasenfiguren. Reihum ziehen die Spieler eine Karte und setzen ihre Figuren auf die Felder auf dem Berg. Muss ein Spieler an der Karotte drehen, dann wird es gefährlich. Ein Spielfeld öffnet sich und reißt den darauf stehenden Hasen in die Tiefe. Der Spieler, der als erstes das Ziel erreicht, gewinnt. Und so sieht Lotti Karotti bei uns aus. Riesengroß. Riesenspaß. So, welches Team liegt hinten? Ihr liegt hinten. Das heißt, jetzt geht es ja, ich mische noch mal durch, jetzt geht es ja erstmal darum, dass ihr alle oben aufs Spielgerät kommt. Ja, und es gibt hier Karten mit 1 oder 2 Schritte vorwärts gehen. Das ist die erste Karte für euch. 2 Schritte vorwärts für die Prominenten. Bitte, der Erste geht hoch. Wer auch immer der Erste. Ja. Und unter, geh ruhig los. Komm. Wir begleiten dich mit dem, was wir hier gelernt haben in der Zwischenzeit. Lotti Karotti, das Spiel beginnt. Aber einer erst. Michelle, einer, genau. Einer erst. Links rum und darum. Genau, ja, genau. Und? 2 Felder. 1 hast du schon und jetzt noch 1. Soll nicht immer hoch. Da ist das Signal. Jetzt kommt ein Kind erst hoch, Michelle. Entschuldigung. Einen Schritt für die Kinder. Okay, Len rennt hoch. Michelle, möchtest du dann jetzt? Ja. Okay, dann gehen die Prominenten auch einen Schritt. Das heißt? Gleich voll, das seht ihr. Und damit von oben bist kann man vor David, oder? Ja, ganz genau. 1. So, jetzt geht Michelle auch links rum, bitte. Da, wo einer steht. Nur 1? Ja, aber es dürfen nie 2 auf einem Feld stehen. Also da kannst weitergehen. Du kannst nicht überspringen mit hinter David. Ganz genau. Chris hat es richtig gesagt. Michelle, jetzt kommt 2 Schritte für euch. Nele zum Beispiel. Wir verfolgen das schnell. Chris, du kannst dich auch schon hinbewegen, denn du darfst dann einen Schritt weitergehen. Erstmal sehen, wann es piepst. 1. Hält mich das? Ja. Nee, wird knapp, glaube ich. Richtig? Alter. So. Das war ich auch so gewackelt. Chris geht einen Schritt, das heißt, er steht zwischen Nele und Michelle. 1. Ja, die Felder, die belegt sind, zählen. 1. Und jetzt. Okay, und Rosa geht 2 Schritte. Bitte, gute Reise. Danke. Ich walte meines Amtes, nehme die Karottenkarten und mische sie mit den anderen Karten. So. Geht's gut? Frische. Alles schön da oben? Da. Ja. Mir zittern jetzt schon die Knie. Ja, ist ich gut. Achso, High Five, ja, dann bist du gesund. Boah, ich werde langsam alt, ich bin fast 30. Ich bin fast 12. So, das heißt ja, an dir haben wir noch ein bisschen länger. Wann? Dann mache ich hier Stopp. So, die erste Karte gibt es für die Stars. Schön gerade. David steht noch ganz cool. Die erste Karte für die Stars ist eine 2.
Ihr dürft zwei, jetzt müsst ihr entscheiden als Team, wer geht. Komm, du gehst. Moment, wir müssen jetzt clever sein. Eigentlich du jetzt, ist das gleich in grün? Selbe. Dann würde ich sagen, du gehst vor. Ich geh mal. Dann haben wir dich hinten weg. Nur die leeren Felder zählen. Also, eins. Müsste ich überspringen dann. Mach's weiter, genau, das zählt nicht, wo Rosa steht. Oh, sei nicht so mutig im Draufspringen da. Ach. Jetzt eine Karte für die Kinder. Es ist ein Zweier. Soll ich gehen, weil ich bin hier ganz hinten? Ja, dann könnte ich nämlich da schon. Ja, mach du einfach. Du kannst dann hier, ne? Okay. Eins. Du bist besser als ich immer. Weil dann haben wir wenigstens einen, der so ein bisschen weiter nach vorne ist, falls ich zum Beispiel runter. Zwei. Okay. Nächste Karte für die Stars. Es ist eine Karotte. Oh, 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 oh mein Gott! Und wir. Oh nein! Das war David, mit Absicht. Ja, David, jedes Körperteil ist uns wichtig, aber sind die Hände noch in Ordnung? Alles noch im grünen Bereich, dankeschön. Okay, okay. Oh, ein schnelles Spiel mal, hier. Schöner, guck mal, wie David Garrett. So, sag mal. David wollte noch ein bisschen weiterspielen. Okay. Ich komme gleich mit dir vorbei, mein Freund. Ja. Ich wusste, warum ich Karotten hasse. Michelle, das ist alles schwierig. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, also jetzt kommt eine. Immer wenn eine Karotte kommt, kann es jeden treffen. Kann es auch ein Kind treffen. Also so, ach so. Ne? Jetzt geht es ja erstmal um Weitergehen. Und zwar für die Kinder. Nee. Doch. Doch? Doch, doch, ja, für doch. Die Kinder. Ja, ja, für die Kinder. Für die Kinder geht's weiter. Einen Schritt. Ja, bitte sehr. Besser. Ja, mach du. Nele. Okay, Nele geht vorbei an. Oh, das ist ja ein gefährliches Feld. Nur gut, aber es sind ja alle gefährlich. Also, eine Karte für die Stars, für Chris und für Michelle. Zwei. Der guckt mich voll. Soll ich gehen? Am Ende des Tages ist es völlig egal. Okay. Wer von den beiden geht? Eins. Dort. Und wenn es nochmal blinkt, dann. Dann. Ist es hier? Ja, genau. Perfekt. Okay. Das heißt, die Stars sind in Führung. Es geht ja darum, so schnell wie möglich zur Karotte zu kommen. Aber dann muss man dort als Erster ankommt. Okay, Karte für die Kinder. Nein. Oh nein! Oh, oh. Aber es kann auch. Es kann auch Große treffen. Wirklich? Es trifft Kinder. Jedes Feld kann aufgehen. Oh Gott! Oh nein! Schade! Hä, hey, dieses Feld ist am Blut! Alles okay? Ja. Oh, Rosa. Rosa atmet sie durch. Gut. Wo war denn die? Wo war guck mal, so sieht das in Zeitlupe aus. Und tschüss. Das ist wohl gruselig hier. Und geschafft. Oh, die Erlösung, wenn man dann angekommen ist unten. Ne? Das ist schon wirklich lustig zu sehen. Okay. Oh, das ist so. Danke. Weiter geht's, Freunde. Karte für die Stars. Nein. Oh. Nein. 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 Oh Gott. Letzte Wünsche könnt ihr formulieren, alles kein Problem. Umbleiben. Ich will nicht voll. Ja. Der war nah dran. Die Einschläge kommen näher. Okay. Chris. Karte für die Kinder. Ach so, war das es jetzt? Hat niemand nie getroffen. Es hat niemand getroffen, das kann auch sein. Karte für die Kinder, bitte sehr. Ein Feld weiter. Wieso kriegen wir eigentlich immer Karotten? Einmal weiter. Rosa. Karte für die Stars. Zwei Felder weiter. Du? Willst du? Wie wollen wir strategisch? Lass uns strategisch, ich komme dir hinterher. Okay. Weil wenn du jetzt weitergehst, dann müssen wir das ja weitermachen. Dann hauen sie dich irgendwann weg. Ja, weil aber wir wenn wissen, du nicht Fernsehen. Weitergehst, dann seid ihr noch weiter. Ganz hinten. Außerdem wollte ich eh zu meinem Freund. Nein, nein. Grüß dich, ne? Karte für die Kinder. Oh Gott, das wackelt hier. Zwei. Zwei für die Kids.
Komm her! Mach die, mach die. Trau dich. Ich nehm Umweg. Okay, eins. Das wäre die eins. Geh ruhig rüber, genau, eins. Hier, ne? Und da geht's dann hoch. Nee, zwei. Nee. Karte für die Stars. Einen vor. Willst du weiterkommen? Komm weiter. Dann gehe ich hier an die... Ja, doch, komm an die goldene hier. Bin ich denn da? Ja, ja. Hier. Nein, ja. Du bist dann vor Michelle, hörst du. Ist doch besser, oder? Komm, komm. Komm, Schatzili. Trau dich. Nee, 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 nee. Komm, wenn ich jetzt da vorne hingehe und die machen eine Eins, dann kann die an uns vorbeilaufen. Wenn du jetzt aber einen vorgehst, dann ist sie beim nächsten da. Okay. Sie ist doch trotzdem da. Nein, das stimmt. Nee. Bitte sehr. Und Karte für die Kids. Einen vor. Ist das jetzt schlau, wenn ich mische schon mal neu. Mach du. Keine Wissenschaft, ja, genau. Bin ich wieder bei Kristall, ne? So, ich mische. Aus dem Publikum bekomme ich einen Hinweis, wann ich aufhören soll. Entschuldigung, brüllt mich nicht so an, sag mal. Nicht mal angefangen zu mischen. Karte für die Stars. Zack. Zwei weiter. Ja. Michelle geht. Eins. Jetzt nicht zwei. Ja, die nächsten machst du dann, damit du. Bei mir wackelt das hier unter mir, ist das normal? Wirklich? Bei diesem Flieger. Ich hab Todesangst. Ihr lacht. Das war eine Karte für Michelle und für Chris. Karte für die Kinder. Oh. Nein! Das ist eine Tortur! Was ist das? Ha? Ja. Die Stars führen. Gut für das Nervensystem. Gute Reise, Len. Len, bist du okay? Ja. Ich lebe noch. Du lebst noch, das ist ja das Mindeste. Okay. Karte für die Stars. Eine 2. Oh, da kommt aber ein bisschen. Soll ich mal weitermachen? Mach weiter, komm. Ja. So. Eins. Auf das Goldene. Zwei. Karte für die Kinder. Das heißt ja Karte für Rosa in diesem Fall. Bitte sehr. Danke. Karte für die Stars. Oh. Ach, komm. Chris, es trifft uns jetzt. Das wäre wieder vorbei, ne? Ganz sicher. Nee, ihr seid ja noch. Ja. Nee, einer von uns bei Mutter hat gesagt, sonst ist vorbei. Ja, dann habt ihr gewonnen. Oh Gott. Ja. Ja. Au! Hat der Schaumstoff dich halten können, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was weicher ist, ich oder der Schaumstoff. Also. Aber es geht, ja? Du bist auch okay, Chris? Ich bin völlig okay. Alles gut, ich habe Krämpfe überall. Okay. Ich komm nicht raus, hilf mir mal. Ja. Okay, das ist ein Kollateralschaden, das müssen wir in Kauf nehmen. So, jetzt wird's spannend zwischen Rosa und Michelle. Okay, Karte für die Kids. Zwei vor. Ja. Eins. Zwei. Nee, doch. Wie du willst. Karöttchen, Karte, bleib still. Ja. Karte für Michelle. Welch? Okay. Ein. Karte für Rosa. Ein. Karte für Michelle. Und? Zum Glück. Dann. Wir sind noch safe. Ihr steht wieder? Ja. Oh. Rosa, du gehst ein Feld weiter. Michelle, du gehst zwei Felder weiter. Es ist Rosa, bald vorbei. Du gehst zwei Felder weiter. Und ich mische neu. Wie weit ist sie denn noch weg? Eins, zwei, das ist wirklich knapp. Zwei. Oh, was soll ich jetzt auseinander? Soll ich die noch oben drauf so? Oder soll ich noch mal?
Ja, könnt ihr euch mal einigen? So, dann lassen wir es so, okay? Karte für Michelle. Zwei heißt? Das heißt? Michelle hat gewonnen und damit geht dieses Spiel an die Stars. Mal. Ihr habt überlebt. War schön. Ist doch lustig, oder? Ja? Und Michelle und Chris holen sich die Punkte. David, wenn du magst, auch. So, Punkte für die Stars. Ihr habt sie in der Hand. Vier kriegen wir hin. Nicht so doll, ihre Hand ist unten. 3, 2, 1 und 6. Los! Ist okay. Ist okay. Bitte, wir haben 2 Punkte. Okay, dann gucken wir uns den Stand an. Die Kids haben mit 14:9 geführt, aber nach Spiel 6 geht das Ganze näher zusammen. 14 Punkte beim Team Kinder und 12 Punkte bei den Stars. Wie alt seid ihr? 11 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, dass die auch mal klein waren? Ja. Ja. Aber man weiß gar nicht, wie die ausgesehen haben früher, oder? Nein. Ich schon. Wir haben sogar Fotos von denen von früher. Wir machen mal ein kleines Ratespiel. Wir gucken mal oben auf die Wand oder hier hinter euch, wie ihr wollt. Und sagt mal, wer ist das? Oh, Buck. Chris. Chris? Da warst du noch auf einem guten Weg. Ja, ja, ich war mal dünn. Können wir das nächste Bild nehmen? Niedlich. So, wer ist das? Wen sehen wir da? Maria, ich glaub, das Mädel. Ja, bist du das? Das ist Maria, oder? Wiegalt. Wiegalt. Maria, Maria, wie süß ist das denn? Wie alt warst du? Ich glaube, ich war so 3 oder so, ganz klein. Also du hättest damals schon eine Ehreneinladung ins Kinderteam bekommen. Das ist ganz, also steht fest. Ganz niedlich. Wir haben noch einen. Guck mal, wer das jetzt ist. Oh Mann. Super Brille. Ja. Stimmt, heutzutage ganz anders. Ja. Für mich völlig unverändert. Das Wiegalt, ne? Völlig unverändert. Okay, und dann einen letzten oder vorletzten. Oh. David, David. Das ist das Grün vom Shirt, aber auch so ein bisschen harmoniert versucht mit dem Baum. Auf jeden Fall sehen wir ja links vom Baum schon mal den Blitz von der Kamera. Fängst mal an. Und ich denke, dann haben wir noch ein Foto. Ich mag Kinderbilder total gerne. Michelle. Oh, das sind aber extrem die Augen. Ja. Ja, süß. Das war in Holland bei meiner Großmama. Das heißt da Kinderburderei. Diese ganzen Tiere sind. Die man dann einfach wie streichelt, ja, so die praktisch. Man streicheln kann und wie süß. Und richtig tolle Kinderbilder. Und jetzt spielen Laila und Maria. Und wir spielen Trivial Pursuit. Jetzt ist Wissen gefragt. Echt? Bei Trivial Pursuit müssen die Spieler Quizfragen aus 6 verschiedenen Wissensgebieten beantworten. Bei richtigen Antworten füllt sich nach und nach die Torte. Der Spieler, der zuerst die eine Frage aus allen 6 Gebieten beantwortet hat, gewinnt. Und so sieht Trivial Pursuit bei uns aus. Dann gehen wir runter ins Spielfeld, jeder auf seine Seite. Die Kids führen, deshalb fängt Maria an. Das Ganze funktioniert so. Du bist hier, Laila. Kannst dich ruhig in die Mitte stellen. Du auch, Maria, bitte. Und suchst dir eine Kategorie aus. Wir haben, und das wäre jetzt zum Beispiel, ist Unterhaltung. Unterhaltung, das wäre Erdkunde, Kunst und Literatur. Okay. Du bleibst bei Unterhaltung. Ja, ja. Dann kommt hier die erste Frage für Maria Furtwängler. Trivial Pursuit, das Spiel. Wie heißt die erfolgreiche englische Popgruppe um Sänger Chris Martin? Coldplay. Coldplay ist richtig. Das heißt, jetzt füllt sich die Torte und du suchst dir eine der 5 anderen Kategorien aus. Kunst, Literatur, Wissenschaft wäre grün. Geht einfach nach Farbe. Okay, die Frage aus dem Bereich Wissenschaft und Technik für Maria lautet: Welcher Fasanenvogel schlägt bei der Balz ein großes Rad und zeigt Augenflecken im Gefieder? Ist der Auerhahn. Es ist kein Fasanenvogel, es war ein Scherz. Ja, aber es war deine Antwort. Gibt es ein Angebot? Nein, also sag mal so, sagst du Auerhahn? Nein, aber wolltest du was anbieten?
Ja, nein. Nein, nein. Es hätte ja sein können. Ich kann die Frage noch mal vorlesen. Ja, das ist mein Angebot. Welcher Fasanenvogel schlägt bei der Balz ein großes Rad und zeigt so Augenflecken im Gefieder? Natürlich, ein V. V ist richtig. Das war knapp. Das war grün ein für dich. Spannung. Grün für dich. Grün, ja. Bei Quiz ist ja immer erste Antwort zählt. Welche Kategorie jetzt? Gelb ist Geschichte. Oh nein, oh Gott. Na, gelb. Am Ende musst du sowieso alle. Also. Ja, ja, eben ist ja wurscht. Geschichtsfrage. Sie lautet: In welchem Jahrhundert lebten Charles Darwin und Abraham Lincoln? 18. Jahrhundert ist das. 18. Jahrhundert ist das nicht, weil es ist das 19. Jahrhundert. Aber da, dachte, das ist das 1780. Das ist das andere 18., also das 19. Jahrhundert. Aber es ist ja alles im Spiel. Erste Kategorie für dich, Leila. Blau. Erdkunde. Magst du Erdkunde in der Schule? Also bei uns heißt es Geografie, aber... Entschuldigung, ja. Ja. Erdkundefrage, beziehungsweise für dich Geografie, lautet: Wie heißt der 324 Meter hohe Turm in Paris, der jährlich von mehreren Millionen Touristen besucht wird? Der Eiffelturm. Der Eiffelturm ist richtig! Welche Kategorie kommt jetzt? Das Unterhaltung. Nee, Kunst und Literatur ist es. Kunst und Literatur. Möchtest du lieber unterhalten? Nee, Kunst und Literatur. Kunst und Literatur für Leila. Wie heißt der dicke Freund von Asterix, der besonders gern Wildschwein isst? Oberix. Das, wir lassen das gelten. Wir lassen Oberix und Obelix heißt er. Ach so. Ja. Nächste Kategorie. Jetzt wird's Unterhaltung. Und die Frage lautet: In welchem berühmten Sketch feiert Miss Sophie zusammen mit Butler James ihren 90. Geburtstag? Hast du eine Idee, was das sein könnte? Gar nicht. Gar nicht. Ja, wenn man es gar nicht weiß, ist natürlich schwierig. Das gibt es zum Jahresende recht regelmäßig im Fernsehen. Also eigentlich immer. Gibt es das in Italien auch im Fernsehen, Michelle? Gibt es das in Italien auch im Fernsehen? Ja, ja, ja. Jedes Jahr. Okay, ja, genau. Hier auch. Wenn du es einfach nicht weißt, dann ist es halt so. Das ist ganz berühmt. Das ist so eine 20-Minuten-Geschichte. Die läuft wirklich immer an Silvester im Fernsehen. Und das heißt Dinner for One. Okay. Ein ganz lustiges Schwarz-Weiß, ganz alt, aber ganz niedlich. Okay. Also die Geschichte ist, die alte Dame feiert Geburtstag und ihre ganzen Gäste sind alle schon gestorben. Und der Butler muss jeden Gast spielen und er muss immer mittrinken für jeden Gast. Und am Ende ist er sturz im Fernsehen gesehen. Ja. Wahrscheinlich Silvester. Ja. Das kann sein. Aber ist ja bald wieder soweit, kannst du dir anschauen, Silvester. Maria, du bist dran. Geschichte? Ja, ja. Okay, du bleibst dabei. Gelbe Frage, Geschichte für Maria. Lautet: Welche Zahl stellten die alten Römer mit den Buchstaben XXXI dar? Oder also, wenn es hintereinander ist. XX'. So rum, also ist es die 30, ist es dann die 31 oder ist es minus 1? Ich stelle doch die Frage hier. 31, ne? 31. 31 ist richtig! Sport und Vergnügen. Sport ist gut. Hier ist die Frage. Bitte nichts mit Fußball. Hm. Ja. Welcher deutsche Fußballer schoss bislang die meisten Tore bei Weltmeisterschaften? Klose. Miroslav Klose. Miroslav Klose wäre ich jetzt, würde ich jetzt denken. Miroslav Klose. Vielleicht natürlich falsch vorgesagt. Ehrlich? War der so gut? Da du das vorgesagt bekommen nein. hast. Doch. Nein. Transzendenz. Musst du mir sagen, wie viele Tore er geschossen hat? Auf zwei, genau. Auf zwei, genau. Darauf dann lasse ich mir 23. Okay, es waren 16. Ja, aber es war ganz nah dran. Aber nicht auf zwei. Okay, es war, aber es war gut. Es war alles gut. Es ist Miroslav Klose, aber es war halb vorgesagt, deshalb ist Leila jetzt dran. Ja, streng. Leila, du bleibst dort stehen.
Nein, gehst auf Geschichte. Okay, Laila, Geschichtsfrage. Wie heißen die behaarten, elefantenartigen Tiere, die in der Steinzeit ausgestorben sind? Ja, das weiß ich. Sag mal. Ich bin gerade so aufgeregt, dass ich den Namen nicht weiß. Total entspannt. Ganz ruhig bleiben. Wenn du das weißt, dann kommst du sicher drauf. Es ist so einfach, aber ich weiß, mir fällt es gerade nicht. Mhm. Es ist so einfach, ich weiß, aber... Ich könnte es dir vorsagen. ich weiß es, es ist so... Mammuts! Ja! Wieso ist dir das jetzt eingefallen? Das heißt, unter Druck kannst du am besten, ja? Hast... Keine Ahnung, wie ist das dann auf einmal so eingefallen? Du hast was Behaartes, Elefantenartiges und hast mich so angeguckt und dann ist es dir eingefallen. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Okay, drei hast du. Wohin geht's weiter? Okay, Sport und Vergnügen. Deine Frage lautet, am 31. welches Monats verkleiden sich die Kinder und feiern Halloween? Oktober. Am 31. Oktober, ist richtig. Wissenschaft und Technik. Wissenschaft und Technik. In welcher Jahreszeit verfärben sich die meisten Blätter von Laubbäumen rot, gelb und braun? Herbst. Im Herbst, richtig. Und jetzt bleibt noch Unterhaltung. Die Regeln sind klar, wenn sie die richtig beantwortet, dann hast du das Spiel gewonnen. Aber mal gucken. Die Frage lautet... Von welchem Künstler sind die beiden Erfolgsalben Bauch und Kopf und Tape? Mark Forster. Bitte? Mark Forster. Richtig! Und damit gewinnt Laila. Und Maria war eine starke Gegnerin. Ja, zwei Schauspielerinnen, Kolleginnen fast. Ja. Laila, hol dir deine Punkte ab. Ab zur Säule. Oh, unschlagbar. Da hinten sind, gut, wirklich starker Vortrag. Dann okay. Probier es. Das sind deine Punkte, eure Punkte. Ach. Drei ist gut. Bitte sehr. Nehmt Platz. Verdient gewonnen. Das ist brutal, wenn man da vorne steht. Ne? Steht 17, 12. Ja. Wie dämlich. Also warum? Darwin, also natürlich. Ja. Egal. Okay, es ist, wie es ist. Ist. Und das war süß bei Laila eben. Ne? Wirklich in der letzten Sekunde. Ja. Ich hätte dann echt abgebrochen. Und es ist dir nicht irgendwo reingesagt worden, sondern es kam mit dem Moment. Ja, ich habe dir zugeflüstert, okay. Aber ganz leise. Das ist ganz leise. Ich hab nie was gesagt. Ein bisschen wie in der Schule. Manchmal ist halt Druck da. Spiel 7 war das und mittlerweile steht es 17-12 für die Kids. Aber schon jetzt kann das alles anders aussehen. Wir haben noch drei Spiele und das große Finale. Jetzt kommt richtig Tempo rein. Jetzt gibt es die goldenen Würfel. Ihr habt das oben schon gesehen. Das heißt, wir spielen Duelle und die Punktzahl, die gewürfelt wird, wird verdoppelt. Ja, goldener Würfel, doppelte Punktzahl. Und im ersten Duell spielen Rosa und Laila und Michelle Hunziker und Maria Furtwängler. Wir spielen Basketball. Ein beliebter Sport bei Kindern und Erwachsenen. Und am Ende geht es immer darum, den Korb zu treffen. Wer wird heute die meisten Bälle versenken? Und so sieht Basketball bei uns aus. Links spielen die Kinder und rechts die Stars. Also die Stars auf die rote Seite. Es geht darum, wer als erster 30 Körbe getroffen hat. 30? Ihr nehmt euch immer wieder so einen Ball, macht den da rein und... Ich habe noch nie einen Korb getroffen. Man kann auch so? Naja, ich habe es noch nie geschafft in meinem ganzen Leben, du. Komm, aber dann machst du jetzt nicht Wie in der Probe. Ist das so? So, oder? Ja. Siehst du? Ja, aber es war gut. Okay, okay. Das war gut. Okay. Das war okay. Vorsicht, Stufe. Und also, das war der Probewurf. Na, alles gut. Also ich habe ein gutes Gefühl. Für die Kinder. Ja. So, nein. Nach 15 Körben wird gewechselt. Nach 15 Körben? Jeder 15. Hast du Zeit? Ja, gar kein Problem. Und wir haben sehr viele Bälle. Geht ihr auch schon hoch? Rosa beginnt.
Darf ich auch du darfst mit drauf, aber nicht werfen nach 15 Körben. Okay, jeder hat das Spiel verstanden. Basketball, das Spiel. Auf geht's, werfen. Machen wir das gleich. Nur die Ruhe. Läuft. Und irgendwann hat man einen Rhythmus. 9 Treffer bei den Kindern, 3 bei den Stars. Weiter geht's, Maria. Das ist gut, das ist gut. Alles gut. Ja, was ist denn? Was ist denn hier los? Du musst wechseln, 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 wechseln. Du musst wechseln. Der Letzte hat nicht gezählt. 15. Achso, ach so, ihr habt auch gewechselt. Jetzt ist Michelle hier dran. Ja. Gut, Michelle. Ja, drin. Auch schon 5. Ja. Drüben sind 16. Das ist schwerer, als man denkt. Das. Und nur noch 9 Vorsprung. Immer noch 9. Jetzt sind es leider schon wieder 11. Wenn man einen Lauf hat. 20 zu 8, zu 9, zu 10. 21 zu 10. Das klappt doch super, Michelle. Ja, ich würde auch sagen, bitte. Sag mal. Spitze. 13 mittlerweile. Zu 22. Scheiße. Oh. Entschuldigung. Man darf ja nicht schimpfen. Doch, man darf schon. Ja, ihr könnt auch noch mal tauschen. Ihr habt eben ein bisschen zu früh getauscht. Maria, um. 25 zu 13. Oh nein. 26 zu 13. Ja, dafür. 27 zu 14, zu 15, zu 16. Michelle, 17, sag mal, da holt die noch mal auf. Michelle Hunziker, Superstar aus Italien, versucht hier noch mal auf den letzten Metern Punkte zu machen, aber die Kids halten tapfer dagegen. Bislang rollen die Bälle über den Ring zurück. Hier ist der 28. Treffer für die Kinder auf der linken Seite. Kommt gleich Treffer Nummer 29 und dann sind wir fast im Finale. Unterdessen die Stars noch einmal. Michelle mit 18 Körben mittlerweile. Jetzt 19, ohne Ring. Ohne Ring, ohne Knochen und hier sind es 30. Aber gut. Ihr habt es gut gemacht. Gut. Hey. Gut. Aber sie waren etwas besser. Hm? Ich glaube, ich kann es. Ich glaube, ich kann es. Und ich schreibe auch nicht. Das ist... Ich setze mich mal. So. Okay. Jetzt müsst ihr euren Sieg vergolden. Okay? 1, 2, 3. Doppelte Punkte. Ja! Das ist natürlich brutal. Das heißt, ihr bekommt nicht 6 Punkte, sondern 12. Okay. Und das sind dann auf der Grafik 29 zu 12. Wow! Aber ich sag euch, denkt dran, im Finale kann sich alles drehen. Ich meine, das ist wirklich wahr. Im Finale kann sich. Jetzt gibt's das zweite Duell. Es spielen Len und Luis gegen Wiegald Boning und Chris Thall. Wir spielen Karten. Das nächste Spiel heißt Stich. Zwei Spieler sitzen sich gegenüber und haben 13 verschiedene Karten eines Satzes auf der Hand. Pro Runde legt jeder Spieler eine Karte ab. Legt er die höhere, gewinnt er das Duell. Wer die meisten Duelle gewinnt, gewinnt das Spiel. Und so sieht Stich bei uns aus. Bitte Platz zu nehmen in unserer Poker-Lounge. Egal, okay. 6 Runden gewinnen, oder? Eine Runde spielt ihr und es geht darum, wer mehr Stiche hat. Ihr habt es verstanden. Immer der Höhere gewinnt. Bei Gleichstand zählt der Stich nicht. Ich nehme ihn raus. Alles klar. Wenn es am Ende Unentschieden gibt, das ist theoretisch möglich, dann gibt es Punkte für beide. Okay? Alles klar. Freunde, das Spiel. Legt bitte eure erste Karte. Direkt mit so einer, mit einer 8 oder 9. Ja, oder so. Könnt ihr ruhig offen hinlegen? 8 oder 9, sowas. So, ja, das ist eine gute Idee. Okay, gucken wir mal. Machen wir 8? 8? 7, ja, 8. Lass uns 8. Okay, 8. Okay. Okay, dann sind die Karten gelegt. Dann müssen wir die Wand mal kurz versenken. Ja! Und die Kinder holen den ersten Stich mit einer 5. Hat nicht funktioniert. Gegen eine 2. Ihr habt gemerkt, die wollten euch ein bisschen verwirren, ne? Das ist euer Stich. Ich war zuerst auch verwirrt. Aber dann hast du verstanden, was ich meine. Okay, dann brauchen wir die. Ich wusste, dass die Jungs clever sind, aber so clever. Oh, nächster Stich. Das wird ein unangenehmes Ding.
1:0 für die Kids. Hallo. Kateli, bitte, ja, Anschlag, ja, jetzt, bitte. Kateli, 7:3, steht für euch, aber ihr habt keine 7 mehr. 1:1 steht's, bitte sehr. Die Zuschauer zu Hause haben noch ein paar mehr Informationen. Die sehen in unserer Grafik, welche Karten ihr schon gespielt habt. Also sie können das noch genauer verfolgen. Karte der Kinder liegt, höhere Karte gewinnt, Wand weg. Steht für euch. 6:3. Okay, 2:1 für euch. Also das heißt, wir haben jetzt nur noch die... Nächster Stich. Drei, oder? Die nächsten Stich sollten wir holen. Ja, komm, sie muss weg. Man muss natürlich so ein bisschen mitdenken, ja, was haben die anderen schon gespielt, was... Ne? Okay. Ja, aber das... Spiel, komm, komm, wir haben Karten runter. Ja, stimmt. Okay, Karten liegen. Jo. Stich für euch. Aber mit drei Unterschied... Das ist nicht ganz optimal. 2:2. So, da kommt der Einsatz der Kids. Ihr müsst euch entscheiden. Chris und Wiegald. Sehr. Karten liegen. Stich für euch. 3:2 für die Erwachsenen. Das ist ja hier Blackjack, Poker und alles in einem. Beide haben noch 4 Karten. Die Karten liegen. Jetzt steht es 4:2. Für die Stars. Aber sie haben keine 10 mehr. Okay. Beide haben noch 3 Karten, die Kinder haben bereits gelegt. Wir haben 2. Ne? Okay. Stich für die Kids. Nein! 4:3 für die Stars. Ich weiß nicht, wie das ist. 4:3 für dir. Eure Karte bitte. Stich für die Stars. Damit steht es 5:3. Und ihr habt das Spiel schon gewonnen, weil nur noch eine Karte da ist. Zwar geht der letzte Stich an die Kids, aber 4:3. Trotzdem super gespielt. 5:4 wäre das zu Ende gespielte Endergebnis. Hier geht an die goldene Säule. Aber es ist gut gemacht. Oh. Holt euch eure Punkte. Da hoffen wir jetzt das Beste für uns, ne? So, was 6. ist das wert? Wir werden sehen. Ja! Yeah. Gut! Gut! 10 Punkte! Gut. Naja, immerhin. Nach diesen 5x2, also 10 Punkten, steht es 29:22. Ganz sieht schön nah beieinander. Sieht ein bisschen besser aus. Jetzt sitzen die 5 da drüben. Jetzt seid doch mal ganz ehrlich. Ihr seid hierher gekommen, haben gedacht, na gut, ist eine Spielshow. Wir lassen die Kinder gewinnen. Und mittlerweile merke ich euch an, dass ihr schon auch Bock hättet, hier zu gewinnen, oder? Ja, natürlich. Ja? Also wir können zwar auch verlieren, aber wir wollen nicht. Das Schöne ist, dass man vorher überlegt, ah, komm, lassen wir die mal gewinnen und die ziehen uns hier richtig ab. Das machen die echt mega gut, muss man sagen. Das finde ich aber auch. Hier ist unser nächstes Duell und im 10. Spiel des heutigen Abends spielen Julia und Nele gegen Michelle und David. Double heißt das nächste Spiel. Blitzschnell müssen die Spieler Symbole ihrer eigenen Karte mit denen der in der Mitte aufgedeckten Karte vergleichen. Wer zuerst ein gleiches Symbol entdeckt, nimmt sich die Karte. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt. Julia und Nele, Michelle und David. Und so sieht Double bei uns aus. Kommt nach vorne, die Kinder ans gelbe Pult und Michelle und David hier ans rote Pult. Mega Double. Mega Double. Ich sage noch mal ganz kurz die Regeln. Auf der LED-Wand werden 2 Spielkarten, also Spielkreise sind es hier, mit verschiedenen Symbolen angezeigt. Findet ihr 2 gleiche Symbole, also das Symbol, was sowohl auf dieser Seite als auch auf der Seite zu sehen ist, dann ruft ihr den Begriff einfach ein. Also wenn da, sagen wir, ein Haus ist auf beiden Karten, dann ruft ihr Haus. Okay. Wenn das stimmt, habt ihr den Punkt. Wenn das nicht stimmt, geht der Punkt an die anderen. Okay. Schnelle Auffassungsgabe und dann mutig reinrufen. Wer als erster 5 Begriffe richtig hat. Wenn man einen Begriff falsch
sagt, zählt Punkt. Punkt für die anderen. Ah, ja? Ja. Okay, wir haben alles gesagt. Spiel 10 heute Abend, das letzte Spiel vor dem großen Finale. Das Spiel... Okay. Der Uhr. Oh. Uhr ist richtig. Ja. Punkt für die Kinder. Ich hab die gar nicht. Ich hab sie nicht mal gesehen. Bitte. Blitz. Blitz, David Garrett, richtig. 1-1. Nein, ich sehe das gar nicht. Das ist der Hammer. Okay. Pferd. Wow. Schachfigur, Pferd. Sehr okay, gut von David. Hat er gut gemacht. Aber ihr könnt das auch richtig gut. Richtig, ihr habt ja schon einen Punkt. Ich wusste, dass du gut die Stars bist, führen mit 2-1. So geht's weiter. Kaktus. Ach, Kaktus ist richtig. Da ist der Kaktus. Und da eben. Auf Nord-Nordwest. Ich brauch viel mehr Zeit. 2-2 steht's. Auto. Auto ist richtig. Oh. Da ist das Auto. Was wolltest du sagen? Nein, ich wollte auch Auto sagen, aber... Aber dir ist der Name nicht eingefallen. Was heißt Auto auf Italienisch? Heißt, Machina. 3-2 für die Kids. Bis fünf, ja. Okay. David, konzentrier dich. Ja, ich versuch ja. Schlüssel. Schlüssel ist richtig. 3-3. Knappes Rennen. Brille. Sonnenbrille ist richtig. 4-3 für die Stars. Das heißt, Michelle und David haben Matchball. David. Und ihr habt alle Chancen. Was? Wo ist es? Lippe ist richtig. Was? Der Kussmund. Ah, ich sehe alles für die Lippe nicht. Nein, das ist doch der Hammer. Das ist eine Lippe. Ja, ganz kurz, es steht 4-4. Der nächste Punkt entscheidet. Komm, David. Ja. Ein super spannendes Finale hier. Und gleich kommt das große Finale, weil das Spiel beginnt. Letzter Begriff. Baum. Baum ist richtig und die Kids gewinnen. Rein an die Säule. Ein gutes Spiel. Ja. Der letzte goldene, der letzte Würfel vor unserem Finalspiel. Bitte. Ich habe die Linden nicht erkannt. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Es bleibt nicht bei einem Punkt. Ihr kriegt 2 Punkte, weil es sind ja doppelte. Wow. Wir gucken uns einmal den Punktestand an. Es steht 31-22 und es ist wirklich alles offen. Und wir gehen ins Finale bei Das Spiel beginnt. Das hier ist unser Finalspiel. Das große Finalspiel heißt Hüpf, mein Hütchen. Mit Hilfe einer Katapulthand lassen die Spieler abwechselnd Hütchen auf das Spielfeld fliegen, um Punkte zu sammeln. Je näher das Hütchen zur Mitte landet, desto höher die gesammelten Punkte. Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Und so sieht Hüpf mein Hütchen bei uns aus. Finale bei Das Spiel beginnt. Bei beiden Teams sind die Punkte halbiert worden, sodass die Kinder 16 Hütchen zum Spielen haben. Ihr dürft euch schon aufstellen. Und die Stars haben 11 Hütchen zum Spielen. Es ist also geteilt und gerundet worden. Geht ruhig hin, hinter euer Spielkatapult. Ich erkläre das schnell. Es zählen nur vollständig versenkte Hütchen. Landet ein Hütchen in einem vom Gegner belegten Loch, werden die Punkte abgezogen und das andere Team erhält die Punkte. Es zählt also immer das oben liegende Hütchen. Das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Okay? Ja. Ich sag noch, wenn das nachher eine Rolle spielen sollte, man kann diesen Katapult so ein ganz klein bisschen drehen.
Ja? Aber in der Mitte ist die höchste Punktzahl. Michelle, für dich, für alle anderen Stars, für alle Kinder die Erläuterung. Äußerste Linie 5 Punkte. Grüne Linie 10 Punkte. Orange Linie 25 Punkte. Violette Linie 50 Punkte. Und das blaue Quadrat, also 4 Felder, 100 Punkte. Nur noch mal zur Erklärung. Wenn hier einer die 100 trifft, dann kriegt er 100 Punkte. Wenn ihr dann dasselbe Loch trefft, kriegen die 100 abgezogen und ihr 100 dazu. Hier ist wirklich alles möglich. Bislang haben wir gespielt um die Hütchen. Deshalb fangen die Kinder an und haben die Möglichkeit, vorzulegen. Okay? Und jetzt möchte ich zum Ende von das Spiel beginnt nochmal alle hören. 1000 gut gelaunte Menschen hier im Studio in Köln. Das große Finale. Das Spiel. Die Kids. Die spielen jetzt ihre mehr gewonnenen Hütchen runter. Du hast keinen Druck. Nein, nicht. Nein. Warte. Okay. 1, 2, 3. Das war gut. 50. Julia und Nele. Hier. Ihr seid noch nicht abwechselnd, weil die spielen erst ihre Hütchen. Die haben ja mehr Hütchen. Am Ende geht es 1-1, aber sie haben 5 Hütchen mehr. Das ist der Vorteil, den die Kids sich im Laufe der Sendung erspielt haben. Okay, Nele, Julia. 1, 2, 3. Schade. 5 Punkte dazu. Laila und Rosa. Langsam, wir haben Zeit. 1, 2, 3, ja? Laila und Rosa? Ich wollte das schon nicht rein. 1, 2, 3. Nein, komm! Ja! Okay. 5 Punkte. Len und Louis nochmal. Das ist nicht nur besser als nix, das ist viel besser als nix. Len und Louis. 3. Nein. Oh. Len und Louis. 3, 2, 1. Ich weiß nicht. Also man muss schon verschiedene Geschmack. Kein Problem erstmal, weil das Hütchen liegt ja hier. Es kann immer sein, dass es angestoßen wird und dann doch noch reinfällt. Dann bekommt ihr die Punkte danach. Jetzt habt ihr noch ein Hütchen vor. Nele und Julia. 1, 2, 3. Kein weiterer Punkt. Aber okay. Ihr habt das gemacht. Jetzt sind zum ersten Mal unsere Stars dran. Erstes Hütchen für die Stars. 2, 3. Achso, wie machst du das? 1, 2, 3, Bums. Okay, so genau. 1, 2, 3. Ja. Wow! Wie geil! 100. Now we're talking. Alles gut, ihr seid dran. Jetzt geht's immer abwechselnd. Jetzt ist immer abwechselnd. Wenn das so gut klappt, oder? Ja. Leute, müssen zwei dahinter stellen. What the heck? Oder ihr kriegt auch... Okay, ja, da achte ich drauf. Alles gut. Laila und Rosa, Honey und Nani. 1, 2, 3. Ja. 25 Punkte dazu. Komm, Louis. Kriegen wir hin. 1, 2, 3. Was? 50 Punkte für die Profis. Es steht 150 zu 85. Komm, jetzt machen wir die 100. Louis und Len. 3, 2, 1. Komm schon. Nein! Wir hätten den 100 Punkte. 50 Punkte dazu. 135 zu 150. Chris und David. Ja, ich weiß, das ist zu weit. Mal ganz kurz. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit. So was? Okay, nur so gut. Chris und David. Jetzt wird's spannend hier auf der Zielgerade. Okay. Knappe Führung für die Stars. 3, 2, 1, Bumm. 3, 2, 1, Bumm. 3, 2, 1, Bumm. Genau. 3, 2, 1. Aber ihr führt. Hast du auch getreten? Ja. Ich auch. Jetzt stellt ihr drauf. So, und jetzt seid ihr dran. Gleich machen wir es nochmal richtig. 50 Punkte für euch dazu. 185 zu 150. Jetzt wird es langsam richtig spannend. Nochmal David 3, und Chris. 2, 1. Oh. Ja. Das war zu doll. Lass liegen, einmal liegen da oder raus. Genau. Keine Punkte. Laila und Rosa sind dran. Ihr seid wieder dran. 3, 2, 1. Komm schon.
Na, bitte ja! Ja. Zehn Punkte dazu. Jetzt Michelle und Wiegald. Alles ganz knapp. 3, 2, 1, Bums. Was denn? Wollen wir ein bisschen auf Gelb zielen hier, auf die, um die 50 von dem wegzunehmen? Das heißt, dass wir so ganz hier, also ein bisschen weiter ganz rüber. Zielt ruhig noch mal weiter. Für mich. Ein bisschen weiter zu denen sozusagen. Sowas? Okay. Okay. Moment, okay. Moment, 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 ja, gut, okay. 10 Punkte. Gut, gut, gut. Sehr schön. Ja, ja. Es war ein bisschen zu stark. Ne? Bisschen. Okay. Luis und Len. Komm, wir haben bisher immer was Gutes gehabt. Relativ. Konzentration. Nein, nicht richtig drauf, nicht richtig drauf. 3, 2, 1. Man kann das ein bisschen. Oh. Keine weiteren Punkte, das war euer Hütchen vorher schon. Und Maria und Wiegald sind am Zug. Wir haben 1, 2, 3. 3, 2, 1. 0, 0, 0. Gut. Wow. 50 Punkte. 210 zu 195. Julia und Nele. Jetzt führen die Stars. Noch. Ja! 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 Heißt noch nichts. Ja, richtig gut. Guck mal hin, das heißt alles noch nichts. Das bleibt hochspannend. Chris und Michelle. Okay, genau. Machen wir 3, 2, 1, bumm, ne? 3, 2, 1, bumm. Okay. 3, 2, warte. 3, 2, 1. Ja. Ich hab gar nicht getreten. Ich hab das bei 1 gemacht. Bei 1? Ich hab Kommunikationsschwierigkeiten. Immer noch 3, 2, 1, bumm. Kinder führen und sind am Zug. Komm, ich zieh am besten auf Rot, damit die noch winken. Warte, warte, warte. Komm, 1, 2, 3. Ja! 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 Das heißt, 100 Punkte weg bei den Stars und 100 bei den Kindern dazu. Ja, nicht zu früh freuen, weil das Gleiche können die Stars natürlich auch schaffen. Wiegald und David. Jetzt kommt hier kreative Geigenpower. 3, 2, 1. Oh. Na ja. Soll nicht vorbei. 10 Punkte. Da treffen wir 100 pro auf unsere Gelben, falls wir treffen würden. Ja. Das ist jetzt das vorletzte Hütchen. Nee. Len hat noch mal. Ah, 4 und 3 noch, okay. Komm, ich verstehe. Ja. Okay. Auf geht's. Komm, Leute, schafft ihr ruhig. Ganz gut, noch kurz vier, Len. Vier, vier. Ruhig. Okay, 3, 2, 1. Nein! Egal, alles egal. Okay, keine weiteren Punkte. Das wäre nichts passiert. Besser als Minus. Maria Furtwängler und Wiegald Boning kämpfen für das Team der Stars. Yes! Nicht. 100 Punkte weg bei den Kindern und bei den Stars 100 dazu. Jetzt sind wieder alle näher zum. Das kann einfach so ein bisschen zurück, genau. Achtet auf die Ausrichtung. Ruhe bewahren. Ich möchte sagen, jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Ihr macht das schon. Cool bleiben. Noch 3 Hütchen für die Kinder. Bitte kommen durch mit den Hütchen. Ja! Ja! Minus bei den Stars, 50 plus bei den Kindern. Freunde, bitte, verteilt das Feld noch nicht, der Bär ist noch nicht erlegt. Den letzten müssen wir machen, denn, ne? Jedes Team hat noch 2 Hütchen. Wiegald Boning und Comedy-Shooting-Star Chris Teil. Ja, aber dann wirklich auch bei Chu, nicht bei Chu. Genau. Nicht so fest. Nein, aber ist er da? 3, 2, 1. Ja! 50 weniger bei euch, 50 bei den Stars drauf. Schon wieder alles nah beieinander. Denkt an die Ausrichtung. Vorletztes Hütchen für die Kinder. Wir können jetzt Entscheidung machen, ne? 1, 2, 3. Nein! Macht euer Letztes. Wir rechnen mal. Stars, ihr Letztes. Wir rechnen parallel mit. Spielt noch schnell. Die Kinder haben 395. Ist eh vorbei. Auf geht's. 3, 2, 1. Ja! Und damit haben die Kinder gewonnen bei der Spielbewegung.
17. Aber es war ganz schön knapp noch, ne? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch. Glückwunsch. Glückwunsch. Leila, auf, kommt nach oben. Hier wird gratuliert. Kommt mit hier oben hin. Weil jetzt kommt der Umschlag mit den Träumen der Kinder und die gehen jetzt in Erfüllung. Hier sind die Kinderwünsche. Okay? Ja. So, Rosa und Leila, ihr habt so viel erlebt als Hani und Nani. Hier ist die Europakarte. Schaut mal. Da ist sogar Afrika noch mit drauf und Teile von Asien. Also, Rosa und Leila, ihr genießt gemeinsam mit euren Eltern den Fahrtwind bei einer Schiffsreise auf dem Mittelmeer. Nice. Julia und Nele, ihr werft im Norden Deutschlands, in Hamburg, einen Blick hinter die Kulissen des Tierparks Hagenbeck und ihr dürft euch in einem der größten Musicaltheater Deutschlands Backstage alles ganz genau angucken. Und bevor Len und Luis ihren Traum erfüllt bekommen, habe ich noch einen für Michelle. Hier sind deine Schuhe zurück. Die hast du gar nicht mehr gebraucht heute. Ja? So viel Zeit muss sein. So, und Len und Luis. Habt ihr überhaupt Wünsche? Ihr seid doch wunschlos glücklich. Wollen wir nach Hause gehen jetzt? Ja. Nee? Nein. Ihr kriegt noch was. Im nächsten Jahr, das ist das Jahr 2018, reist ihr mit euren Eltern nach Russland und erlebt im Stadion ein Spiel, ein WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, okay. Gebt mir ein paar Blumen rein. Danke euch ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Die hier sind mit großem heißen Dank. Vielen herzlichen Dank. Mal wieder. Liebe Michelle, danke fürs Mitmachen. Was für eine große Freude, dass ihr dabei wart. David, Wiegald und Chris, danke. Danke dem Siegerteam. Danke tausend gut gelaunten Menschen hier in Köln. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und euch natürlich auch. Das kommt das Heute-Journal. Und wir können uns schon am Silvestertag wiedersehen. Willkommen 2018. Dann melde ich mich gemeinsam mit Andrea Kiebel und Lutz van der Horst vom Brandenburger Tor in Berlin. Hoffe, wir sehen uns 20:15 Uhr am Silvesterabend. Danke für heute und tschüss. Danke euch. Ja.